Ja, guten Morgen. Bin schon um in die Runde. Zu einem kleinen Morgenspaziergang im Toradorf in der Laubhüttenfestzeit. Ja, ein bisschen durch die Wälder, durch den Park, wie auch immer. Wird mir gesagt, gehst du mal 2 Stündchen und machst du mal wieder einen Ausflug. Früher Morgen, da weiß ich gar nicht, wie viele da wach sind. Schauen wir mal. Naja, doch, sind schon ein paar. Ja, Herr Habeck ist auch da. Schön. Ja. Das lese ich lieber nicht vor. Da weiß man, wo ich bin. Ein schöner Bach hier an der Seite. Sehr schön. Ja. Ja, Nature ist wieder im Toradorf. Urlaub machen hat er keine Zeit für. Hat generell keine Zeit für Urlaub. Sondern es geht immer um das Reich Gottes. Muss vorangehen. Ich müsste mal sagen, ganz deutschsprachigen Raum. Und hier soll ja auch ein Stützpunkt entstehen in der Zukunft. Und da muss man halt Zeit vor allen Dingen investieren, muss sich bewegen, ja, rumfahren, rumfliegen, wobei das eher weniger, um solche, ja, Thora-Christen-Projekte in Deutschland zu fördern, voranzubringen. Ja, und deswegen bin ich auch wieder hier. Ja, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal irgendwie Urlaub gemacht hätte. In der Weise, sonst geht ja nichts voran, kann man sich gar nicht leisten. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt es doch eigentlich. Und ja, dem Maßstab will man doch irgendwie treu bleiben. Ja, so, und jetzt, ich glaube, noch 5 Tage, ich glaube, bis Donnerstag werde ich noch hier bleiben, um weiter zu schauen, was mit den Leuten, die sowohl hier leben in diesem 50 Kilometer Umkreis schon, was möglich ist an Gemeinschaftsprojekten und die ganzen Besucher jetzt an der Laubhüttenfestzeit sind natürlich viele Leute hier. Ja, mal da, mal da. Und da überlegt man natürlich auch, was kann man hier vor Ort voranbringen, welche Möglichkeiten bestehen. Und da ich ja, wie gesagt, auch jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit habe, hier fest mich zu befinden, ohne in irgendeiner Weise, man würde so sagen, dass ein jemand dort reinreden könnte, nennen wir es mal so, sei es theologisch, was oft passiert. Ja. Oder aber auch, ja, so ein bisschen man ausgebremst wird durch Kompromisse, die man eingehen muss. Das gibt es jetzt so ein bisschen nicht mehr. Kann sich auch jeder vorstellen. Wenn ich mich im Toradorf befinde, bin ich meistens dann noch bei Thora Christen, mal bei dem, mal bei dem, mal bei dem. Und das müssen auch nicht unbedingt, ich sag mal, Christen sein, die mindestens 80% meiner Bibelauffassung sind, sondern andere Meinung vertreten über gewisse Auslegungen, Gebote, Prophetien, was auch immer. Dennoch aber sind das meine Geschwister und auch da habe ich ja schon mal öfters gesagt, dass ich in diesem Toradorf auch eine Zusammenarbeit anstrebe. Ja, aber das ist natürlich auch nur Grenzen möglich. Aber wenn es theologische Unterschiede gibt bezüglich bestimmter Themen in der Bibel, dann ist eine hundertprozentige, ja, Zusammenarbeit ja gar nicht möglich. Deswegen setze ich ja auch nur 80% an. Und wie gesagt, da es diese Einschränkungen natürlich gibt oder auch gab, muss man sagen, jetzt ja nicht mehr, ist es auch nicht immer so einfach. Ja, jetzt sind wir aber bei 100%. Das heißt, ich kann jetzt zumindest starten mit der eigenen Konfessionsarbeit als auch Bibelschultätigkeit, ohne dass jemand noch sagen würde, Moment, das geht nicht. Ich gebe ein Beispiel, ja, das ist ein grobes Beispiel. Das heißt auch nicht, dass es stimmt.
Ja. Gibt ja zum Beispiel Tora-Christen, die sagen, man darf am Sabbat Feuer anmachen, kochen, Pizza aufwärmen, Kaffee kochen. Und da gibt es Tora-Christen, die sagen, nee, wir machen das lieber nicht. Wir sehen das etwas strenger. Ja, und das kommt sich natürlich dann immer in die Quere. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit Tora-Christen zusammenarbeite, ja, die sehen, dass ich lehre, dass ich ja gehöre ja zu den strengen Auffassungskristen, die sagen auch kein Aufwärmen, kein Kochen, kein Backen am Sabbat. Und ich würde das dort lehren. In diesen Gemeinschaftsprojekten können die mich natürlich wieder einschränken und sagen, nein, wir hier glauben das nicht. Wir möchten auch nicht, dass du, wir sind zwar Geschwister als Tora Christi, wir möchten aber auch nicht, dass du diese Lehre hier nach vorne bringst. Da ist man natürlich eingeschränkt. Kann man halt seine Bibelschule nicht gründen, seine Gemeinde nicht gründen, wie auch immer. Wenn das sozusagen nur in Zusammenarbeit mit anderen Tora-Christen möglich ist, die aber wieder andere Vorstellungen haben. Ja. Und das war in der Vergangenheit natürlich öfters schon so, das letzte Jahr jetzt auch hier im Tora-Dorf. Was nicht schlimm ist, weil ich ja selber gesagt habe, ich werde in der Zukunft sicherlich auch Tora-Christen hier im Tora-Dorf finden, die in diesem zum Beispiel Glaubenspunkt sagen: Ja, natürlich darf man am Sabbat, wir finden es genauso. Hier im Haus oder in der Wohnung oder in dem Hotel oder was auch immer, darf natürlich keiner Feuer anmachen am Sabbat. Ja, und da bin ich natürlich eher mehr willkommen, dort eine Rechtsschule aufzumachen, Gottesdienste am Sabbat zu halten, wo man das auch lehren darf, ohne komisch angeguckt zu werden und so weiter. Ja, und das war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis man da auch durch, ja, Vernetzung, nenne ich es mal, auch solche Tora-Christen kennenlernt, auch im Tora-Dorf. Und damit sind diese Hürden, die man theologisch zumindest hat, um die Bibelauslegung voranzubringen. Nicht die Gemeinschaft, die kann man auch mit anderen Tora-Christen voranbringen, die halt zum Beispiel nicht so streng gläubig sind. Aber das nützt mir nichts. Wenn es mir nur um die Gemeinschaft gehen würde, das heißt ein Laubhüttenfest miteinander zu feiern oder ein Pfingstfest, oder sich mal so zu besuchen oder irgendwelche Seminare sich auszutauschen, Bibelauslegungen. Ja, dann kann ich das hier alles haben in Gemeinschaft. Aber da brauche ich aber auch nicht hierher ziehen. Ja, wenn ich denn schon an irgendeinem Standort hinziehen würde in der Zukunft, dann muss natürlich das auch gegeben sein. Dass man selber frei, ohne Beeinflussung von außen oder anderen Tora-Christen, weil man mit ihnen zusammenarbeitet an einem Ort zum Beispiel, ja, muss man dann keine Kompromisse mehr eingehen. Ja, und das sind wir jetzt so weit, ja, dass das halt so gegeben ist. Ich habe jetzt sozusagen die Möglichkeit im Tora-Dorf, A, meine Bibelschule aufzumachen, meine Konfessionsgründung voranzuführen und ja, und auch hier das anzubieten, was man auch früher in Berlin auch angeboten hat, 10 Jahre. Leute können hierher ziehen, können zusammen die Bibel zusammenlesen, Gemeinschaft pflegen, nah bei nah, ja. Und ich sage es mal so natürlich auch, wie es ist. Berlin ist eine Großstadt, da ist das eigentlich gar nicht so einfach, ja. Wenn man sehr viel in Unruhe ist, damit meine ich, das ist eine Großstadt, wenn du da in riesengroßen Mehrfamilienhäusern lebst, ja, mit 40 Mietparteien oder so. Ja, da kann man nicht unbedingt von einem, ich sag mal, einfachen Ausleben des biblischen Glaubens sprechen. Oder kann man nicht vorfinden. Oder es ist nicht so einfach, in einer Großstadt das umzusetzen. Man kann es versuchen, man kann es vielleicht auch schaffen, aber es ist sehr, sehr erschwert. Das haben ja die letzten 10 Jahre auch in Berlin gezeigt. Tora-Christen wohnen alle in einer Stadt, die Entfernungen sind gar nicht so weit auseinander. Aber ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob ich 10 Kilometer Landstraße fahre von Dorf zu Dorf, um sich gegenseitig zu besuchen, als in der Stadt 10 Kilometer zurückzulegen, bis ich da bin. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Unruhe drin und ein Druck und ich sag mal, das, was Menschen wahrscheinlich auch abhält, in einer Großstadt zusammenzukommen, weil man sich in diesem Massenmenschenwahn befindet, unter Ungläubigen natürlich, ja, dass das nochmal Ganze dann dadurch erschwert wird.
Ja, das haben die letzten 10 Jahre gezeigt. Weder sind Leute in eine Großstadt gezogen, um den Glauben auszuleben, noch, also in diese Großstadt wohlgemerkt, ich kann nicht für andere Großstädte in Deutschland sprechen, noch sind die, die in der Stadt wohnen, so zusammen aneinander gerückt, dass auch das vielleicht sogar noch einfacher wäre, regelmäßig Bibelschule und Gottesdienste und gemeinschaftlich zusammenzuleben, weil das von vielleicht 5% der Tora-Christen in Berlin vielleicht erwünscht ist und gewollt ist, aber die 95 anderen Prozent ziehen da gar nicht mit, haben da gar kein Interesse dran. Denen ist es Genüge, wenn man sich einmal die Woche sieht. Ja, und dann, wenn man fragt, komm doch noch mal vorbei, was kommt dann? Ja, da muss ich eine halbe Stunde mit dem Auto fahren. Oh, das ist wie 80 Kilometer. Und was weiß ich, wenn man da Autobahn fahren will und das alles, ja. Und genau diese Gründe, die man vorbringt in einer Stadt oder in der Stadt Berlin, ja, diese großen Entfernungen zwischen Tora-Christ und Tora-Christ, ja, führen dazu, dass es keine regelmäßige Gemeinschaft gibt. Ja, weil den Leuten das so anstrengend ist, so lange Fahrtwege und so weiter. Ja. Und das ist hier, ich sag mal jetzt in einem eher ländlichen Bereich, deutlich einfacher. Ja, finde ich zumindest. Ja. Weil hier hast du keinen Alltagsstress. Hier ist Ruhe. Ich laufe jetzt hier lang. Ja, gut, es mag ja auch Sonntag sein, aber gut, in der Stadt Berlin weiß ich es weitaus mehr Verkehr. Hier fahren jetzt auch mal ein Auto vorbei, alle 3 Minuten. Ja, und dennoch leben hier Tora-Christen Ort an Ort. Ja, wo es gar kein Problem ist, mich jetzt irgendwo hinzubegeben, um dorthin zu kommen. Gar kein Problem. Ja, und das machen die anderen auch gerne, weil hier einfach eher eine Ruhe ist. Hier hast du auch weitaus viel mehr Möglichkeiten. Ja. Du hast hier ländliche Gegenden, die hat man meist in der Großstadt nicht. Da hat vielleicht irgendeiner einen Garten, der 40 Kilometer weit weg ist. Gut, Wohlhabende in der Großstadt werden auch vielleicht ein Grundstück haben mit einer größeren Wiesenfläche oder so. Jedenfalls haben die meisten dort nur Wohnungen, Mietwohnungen, ja, wo man sich in den Wohnungen vielleicht besuchen kann und dann sind das nicht mal große Wohnungen, da passen keine 10, 20 Leute rein. Und das ist halt in der Dorfgegend oder Kleinstadtgegend natürlich möglich. Und ist auf jeden Fall viel einfacher, diese gewissen Hürden, die es scheinbar gibt in der heutigen Zeit, selbst in Großstädten, damit zu überwinden. Und daher denke ich für meine Seite aus, dass ich da optimistisch bin, dass das auch hier zumindest langfristig gesehen, nicht heute und nicht morgen, aber wir reden für die nächsten 2 Jahre, ja, viel leichter wachsen wird, anwachsen wird, als wie in einer Großstadt. Ja, bin selber gespannt. Wird natürlich dazu auch noch einiges kommen in nächster Zeit. Also heißt in den nächsten Wochen, Monaten. Ja. Ja, und dann schauen wir einfach mal, ne, wie es denn auch sich hier mitentwickeln wird. Ja, der Plan ist momentan immer noch in Berlin, natürlich sich auch im Brandenburg-Bereich aufzuhalten, weil ich dort viele, viele Tora-Christen kenne. Auch, ja. Und auch dort wollen die Leute natürlich auch schauen, dass es dort vorangeht, wobei es natürlich auch da nicht so einfach ist. Ja, und sozusagen, wie es das letzte Jahr auch war, immer zwischen Brandenburg, Berlin und hier dem Toradorf Höxter Raum immer hin und her zu pendeln. Sich da aufzuhalten oder da und da und da, beide Standorte nach vorne zu bringen. Ja, davon haben vielleicht nicht die, die in Süddeutschland leben, die haben jetzt momentan davon noch nichts, jetzt noch nicht. Aber zumindest alle, die in Nordost oder halt in Mittelnorddeutschland leben, die haben dadurch natürlich einen Vorteil. Ja. Ja, und ob das nun, ich sage mal, gebraucht wird oder der Bedarf dafür eigentlich da ist, das wird sich dann zeigen. Also ich habe natürlich für mich die Hoffnung, dass es in ganz Deutschland nicht, ich sag mal, die gleiche Einstellung sich vorfindet wie hier in Berlin. Ja, ich hoffe es nicht. Na, das würde heißen, ja gut, oder generell der Raum, wie man mit Großstädten umgeht. Ja, weil es bringt ja letztendlich immer noch nichts, meines Erachtens, wenn Tora-Christen in Deutschland irgendwo leben, verstreut, in ihrer Wohnung, keine Gemeinde, kein Hauskreis, ja, und vielleicht über Internet nur verbunden sind mit dem Glauben. Und sie gar keine Bestrebungen haben. Wir reden von ganz Deutschland, wir reden nicht von Berlin, ich rede von ganz Deutschland, dass sie in diesem Zustand sogar bleiben wollen. Ich hoffe es mal nicht. Das wird jetzt die Zukunft auch zeigen, ne?
Also ich habe immer Verständnis dafür gehabt, dass gewisse Leute gesagt haben in Deutschland, die sich genau in diesem Zustand befinden, ich ziehe doch nicht nach Berlin, in der Großstadt. Na, da habe ich Verständnis für. Aber jetzt gibt es hier nun das Gegenteil von Großstadt und das ist die ländliche Gegend. Also wenn es an dem Feeling letztendlich, wo man sich befindet, darum geht, zu sagen, nein, da habe ich kein Interesse, ja, das will ich nicht, städtemäßig. Und das andere jetzt auch das Problem darstellt, dann ist das ein grundlegendes Problem im Glauben. Ja, da kann man natürlich nichts machen. Also ich gehe mal von Berlin aus, allein Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, ja, dass es dort Tora-Christen gibt, die wohnen gefühlt 500 Meter neben der Gemeinde, dem Gebäude, wo die Gottesdienste stattfinden, die Festtage, ja, und die wohnen da auch schon 10 Jahre. Und die kommen, wenn es hochkommt, einmal vorbei im Jahr oder alle 2 Jahre und sagen dann noch, sie haben keine Zeit. Sie haben keine Zeit für den Gottesdienst. Es ist nicht möglich. Also lachhaft, lachhaft letztendlich. Ja, das sind die Zustände. Und ja, und mit dem Hintergrund sieht man natürlich, dass hier die Bequemlichkeit im Vordergrund steht oder Sektierertum, was auch immer, oder Rebellion, ja, unordentliches Christentum wandeln, dort vorherrscht von circa 15% der Bewohner in Berlin. Ist das ja so? Und das wird auch deutschlandweit auch so sein. Aber ich kann mir ja dennoch nicht vorstellen, dass wenn wir von solchen Zahlen reden, dass es in Deutschland noch schlimmer ist, der Zustand. Ja. Ja, und das wird sich natürlich jetzt in den letzten, ich sage nicht in den letzten, ich korrigiere, in den nächsten 12 Monaten ja auch zeigen. Ja. Was wollen die Menschen? Sie haben ja nur zwei Möglichkeiten. Die sogenannten Gläubigen im Tora-Christentum. A, sie wollen den ganz bequemen Weg gehen, der wahrscheinlich in die Hölle führt, keine Ahnung. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber möglich ist es. Ich kann es auch nicht ausschließen, ja, dass sie ihr Tora-Christentum bei sich einfach nur im privaten Umkreis leben. Ich, meine Familie, meine Wohnung, Gemeinschaft, Sabbatgott, Jüngersch, ach, das ist alles nicht so wichtig. Ja, brauche ich nicht. Ich habe mein Internet und mein Telegram und mein Te WhatsApp und mein Skype und mein Zoom. Da kann ich nämlich mit Tora-Christen ja versammeln, vom PC, vom Handy. Dann laden wir noch Jesus ein, ob nicht Jesus auch in die Skype-Konferenz mit reinkommt. Vielleicht hat der Petrus auch Lust. Können wir ein bisschen zusammen Bibel lesen und Bibel hören. Ja, und dann hoffen wir mal, dass bei Jesus der Akku nicht alle ist beim Tablet, nicht, dass das Ganze zusammenstürzt. Ja, also wer das leben möchte, wie gesagt, der muss sich nicht wundern, wenn er am Ende in die Hölle kommt, wenn er gar keinen Bedarf hat, sein Glaubensleben über seine Wohnung, über sein Internet hinaus auszuleben. Ja, so. Und dann gibt es die nächste Gruppe. Die besteht dann meistens aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Ja, das Gebilde nennt man dann meistens auch Hauskreis. Ja, das heißt, da ist irgendjemand, als Beispiel, stellt seine Wohnung zur Verfügung, lädt die Leute ein, liest mit denen zusammen Bibel, macht vielleicht auch Lobpreis. Ja, so. Und das hört dann da auch auf. Ne, schon mal vor 10 Jahren ein Hauskreis, bestehend aus 10 Leuten, Familie XY, Nachbar so und so, und dennoch 5 Singles oder so aus dem Nachbardorf, die da regelmäßig, was weiß ich, auch einmal die Woche oder zweimal die Woche sich dort treffen, zusammen Bibel lesen, vielleicht den Sabbatgottesdienst machen. Und mehr wird es auch nicht. So eine kleine Hausgemeinschaft. Und das bleibt einfach so bestehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Was weiß ich. Ach, das reicht, mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nicht wachsen, kein Wachstum. Das andere alles, naja, das gibt ja wieder Probleme, da gibt es ja wieder Meinungsverschiedenheiten. Ja, ich bleibe hier unter mich, ist schön ruhig und kuschelig mit meinen 10 Leuten. Und da wird auch keine Gemeinde gegründet, brauchen wir alles nicht. Wir haben ja hier der im Haus hier, der das alles zur Verfügung stellt, da treffen wir uns. Also auch einen ganz bequemen Weg.
der besser ist als der andere, weil hier zumindest Gemeinschaft gelebt wird. Aber wenn es um den Auftrag Jesus Christus geht, kann nicht das das Ende sein. Und das muss meines Erachtens auch ermahnt werden, wenn sich Tora-Christen nur in diesem Zustand befinden und auch nicht weiter nach außen wachsen wollen, ja, weil sie ihre Vorteile genießen wollen. Ja, oh, hier kann ich meine eigene Lehre leben, hier stört mich kein anderer Christ, der eine andere Meinung hat im Tora-Christentum und so weiter. Ist auch nicht das Ziel, das erreicht werden soll. Ja. Oder was ich in der Bibel nicht erkenne, dass das die Wahrheit ist, wonach man seinen Glauben auslebt. Ja. Und das Ziel letztendlich ist, dass Gemeinden entstehen. Ja, das heißt, dass es da Wachstum gibt, Missionierung, Evangelisation, neue Leute kommen zum Glauben am gleichen Ort, wo man lebt. Also die innerörtliche Missionierung. Man kann natürlich auch Leute wegschicken in andere Länder und Städte, um zu missionieren. Das kann man auch machen, aber es geht jetzt mal darum, noch mehr Leute zum Glauben zu bringen an dem Ort, wo man lebt. Dass der Umkreis sich immer weiter anfüllt mit Gläubigen, die zusammenkommen. Und da ist natürlich eine nach außen gehen natürlich auch nötig. Da kann ich nicht nur bei mir zu Hause bleiben vom PC oder mit meinen Nachbarn mich treffen, 10 Jahre lang, 15 Jahre lang, und es ändert sich eigentlich nichts. Irgendwann, stell dir vor, da treffen sich 10 junge Leute. Die lesen zusammen Bibel, 70 Jahre später sitzen da immer noch, alt und grau, dann stirbt irgendwann der eine, dann sind nur noch 8, dann stirbt der nächste, sind nur noch 5, dann lesen noch 2 die Bibel und dann ist es zu Ende. Das ist nicht, was Gott vorsieht, wie Christen ihr Glaubensalltag, ihr Leben, die Lebensspanne verbringen sollen. Ja. Und ich weiß das als Bibellehrer. Ne? Dementsprechend darf ich ja gar nicht. Ich darf gar nicht zu Hause mich vor meinem PC verstecken. Und dort mein Internetchristentum über Telegram oder sonst was ausleben. Ja, und mehr nicht. Oder einfach so einen Hauskreis gründen und sagen, hey Leute, ich lade euch ein, kommt zu mir, können wir ein bisschen Bibel lesen. Sondern es gilt die Gemeindegründung. Das heißt, die ganze Stadt, der ganze Ort, das ganze Dorf, die ganzen Nachbardörfer, die gilt es alle zu erreichen, zum Glauben zu kommen und zusammen was aufzubauen. Sei es mehrere Hauskreise, wo man auch mal durchwechselt oder alle treffen sich in einem großen Gemeindegebäude, kommen immer wieder neue dazu, neue Arbeitskollegen und Freunde sind zum Glauben gekommen. Ja, in meiner Wohnung passen halt nur 10 rein. Da will ich vielleicht nicht mehr, ist bequem. Auch mehr passen jetzt hier auch nicht rein. Wir brauchen nicht mehr evangelisieren, wir brauchen nicht missionieren. Wir sind ja zu 10, da können wir gemütlich Bibel lesen. Mehr brauchen wir nicht. Also damit meine ich das unordentliche Verhalten eines Christen, die meinen, das ist jetzt der Weg und das reicht doch aus. Und das ist halt auch so ein Nachteil. Weil wenn man auf dieser Ebene bleibt, hat man in dem einen Extrem für irgendwann mal 40 Millionen Tora-Christen, die alle vom PC sitzen und sich dann irgendwo einloggen in so einer 50er-Konferenz, ja, wo sie vielleicht mithören, zuhören können und das sehen können, Kameras noch an, aber mehr Interaktion ist da dann auch nicht möglich. Oder das andere, dass auf einmal in einem Dorf 40 Hauskreise entstanden sind. Von mir aus auch Tora-Christen, aber die kennen sich gar nicht alle untereinander. Die wollen auch gar nichts miteinander zu tun haben. Oh nö, da gefällt mir denn das nicht. Oh nee, der hat so eine andere Lehre da. Das will ich gar nicht, dass das hier irgendjemand hört. Ne? Und da bleiben auch alle unter sich. Ja, auch das sind Extreme, die daraus entstehen können. Ne? Und das ist letztendlich meines Erachtens unordentlich. Das ist genau das, wovor Paulus auch warnt, wenn es um das Gemeindeleben vor Ort geht, an dem Ort, wo man sich befindet, wo man lebt. Ja. Und ich habe hier zum Beispiel in Berlin das nie vorgehabt. Da gab es Gemeindegründung gleich am Anfang. Ganz Berlin wurde eingeladen, sich zu versammeln zum Gottesdienst am Sabbat, die Festtage. Einen Moment. Ich muss mal kurz hier was erledigen. So, wieder da. Ja, dass da sozusagen die Missionierung oder zumindest die Möglichkeitsgebung der ganzen Stadt, diesen 3,5 Millionen Menschen, die dort waren, ja, nicht nur der eigene Haushalt oder so, sondern alle hatten die Möglichkeit, wenn sie denn wollten, zusammen Gemeinschaft zu pflegen, was die Bibel vorschreibt auch, ja, an einem gewissen Ort, wo eine gewisse Anzahl von Leuten sich versammeln konnte. Anfänglich 20 bis 25 Leute. Ja, das ist in den meisten Häusern nicht möglich.
Die meisten haben keine so große Wohnung, dass da 25 Leute sich versammeln können. Also ist das ja der Weg, über die Wohnung hinaus zu gehen oder über das Haus hinaus zu gehen. Ja, es sei denn, es gibt ein großes Haus mit riesengroßem Grundstück, dann ist es natürlich auch möglich, dass sich 25 Leute versammeln können regelmäßig, wenn man mal das Ganze, den ganzen Ort zusammenbringen möchte. Und ja, und in Berlin ist ja dieses Potenzial gewesen, ja, aber dennoch, der Bedarf wurde nicht umgesetzt. Im ersten und zweiten und dritten und vierten Jahr hat vielleicht noch gar keiner was davon gehört. Was? In Berlin gibt es da die Tora-Christengemeinde? Ja, hat sich noch nicht groß rumgesprochen. Es mag zwar Tora-Christen geben, die irgendwo in Berlin verteilt sitzen, aber es ist irgendwann noch nicht angekommen. Aber spätestens nach 10 Jahren Öffentlichkeitsarbeit, YouTube, Nature 23, muss ich persönlich davon ausgehen, dass wenn jemand die Wahrheit sucht, wenn jemand Tora, also dieses, dass er erkennt, dass die Gebote der Bibel, Altes und Neues Testament noch gültig sind, ja, dass er dann selbstständig auf die Suche geht und sagt, gut, wo finde ich denn jetzt hier was, wenn ich in Berlin schon lebe? Ja. Und meine persönliche Meinung ist, es gibt bestimmt unter den 3,4 Millionen Berliner solche gläubigen Christen. Die gibt es. Ja. Da gibt es bestimmt, ich schätze mal, also wenn mir jemand sagt, es leben 500 Tora-Christen in Berlin, also die diesen Glauben haben, ja, und dort wohnen, dann würde ich es glauben. Jetzt ist die Frage, warum kommen denn diese 500 oder die Hälfte, 250 oder ein Viertel, die 125 nicht zusammen an einem Ort in Berlin? Ist kein großes Problem. Ja, wir reden hier was von halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, braucht man dahin. Der Grund ist A, Bequemlichkeit, B, ja, aber ich bin doch hier schon in einer Gemeinde, das sind zwar keine Tora-Christen, aber hier kenne ich alle Leute. Also ganz viele Punkte, die die Bibel als böse betitelt, derer sich der Tora-Christen bedienen und sich dann sagen, oh, mir gefällt und brauche ich alles nicht. Also da ist dann Bequemlichkeit der Hintergrund, warum denn diese 500 oder die Hälfte oder das Viertel oder für mich das Zehntel, ja, also nicht mal 50, ja, kommen zusammen und sagen, ja, weiß, Bibel, Versammlung, wir treffen uns dann mal, gibt es ja scheinbar große Räumlichkeiten, wo man sich versammeln kann. Das ist nicht passiert. Aber obwohl man wusste, die Bibel befiehlt es eigentlich dem Tora-Christen. Aber es interessiert den Tora-Christen nicht, da wo kein Richter, da kein Henker. Ne? Also was soll denn passieren? Gut, vielleicht bestraft mich Gott eines Tages für dieses Verhalten mal, sodass ich dann, keine Ahnung, an Krebs sterbe oder so. Ja, wegen diesem Verhalten, dass ich als Tora-Christ mich nicht groß darum gekümmert habe, mit diesen Dingen, wo ich sage, das ist aber auch wichtig. Ja, das stimmt. Man kann zwar sagen, da wo kein Richter ist und da ist kein Henker. Also in Berlin gibt es ja nicht irgendeinen Bischof, der sagt, wir bestrafen jetzt alle Christen hier in Berlin, die unordentlich wandeln, weil sie sich dem Versammlungsgebot entziehen. Das als Beispiel, ja. Das gibt es ja nicht. Also eine menschliche Instanz wird da nicht für Ordnung sorgen. Der Einzige, der noch übrig bleibt, ist Gott. Ja, der den Auftrag seinen Herrn Jesus gibt an uns, zu sagen, also unseren Herrn Jesus, dass er sich darum kümmern soll. Und das lesen wir, was Jesus mit Gemeinden macht, die nicht ordentlich wandeln. Die kriegen auf den Deckel. Und vielleicht nicht sofort, vielleicht mit einer gewissen Zeit. Ja, also wenn man mich persönlich fragt, mich persönlich, Markus, was würdest du sagen, wenn du auf einmal von Gott hören würdest, dass Tora-Christen, die ein unordentliches Leben leben, weil sie einen bequemen Weg gehen wollen, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben, also sie haben die Bibel ja gelesen, sie haben sich ja damit beschäftigt, als Strafe dafür an Krebs sterben, 5 Jahre vor ihrem Tod. Jeder Einzelne. Als Beispiel, wenn das so wäre, dann würde ich sagen, ich könnte das nachvollziehen. Also meines Erachtens dürften jetzt diese Tora-Christen nicht rumjammern. Sie kriegen ihren gerechten Lohn. Ich habe ja vorhin sogar noch von der Hölle gesprochen, als Beispiel, ja, für ihr Verhalten. Also gibt es schon den Henker und den Richter, auch wenn man ihn nicht sieht. Und man hofft vielleicht, na ja, irgendwann bin ich 80, dann schlafe ich ein und dann bin ich bei Gott. Weil das ist für Gott schon in Ordnung, wie ich mein Tora-Christenleben hier lebe auf dieser Erde oder auch in meinem Land oder in meiner Stadt. Das wird sich dann erst am Ende zeigen. Ne? So. Ja, und das, wie gesagt, im Zustand in Berlin, erschreckend, erschreckend nach 10 Jahren. So, jetzt sind wir aber nicht in Berlin, sondern jetzt sind wir in einer anderen Region in Deutschland, die eher ländlich geprägt ist. Ja, wo viele in Einfamilienhäusern leben und in einer ruhigen Gegend sind, kein Chaos, kein Stress. Ja, und ich frage mich persönlich, ob dort die gleichen Zustände vorherrschen.
Ja, generell, wenn es darum geht, Gemeindegründung und so weiter. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt das Gefühl dafür. Ja, das Einzige, was jetzt hier in diesem Toradorf noch fehlt, sind, ich sag mal, gewisse Anleiter oder Bewirtschafter, wie man das alles nennen möchte, damit hier auch was vorangeht. Weil wenn da gewisse Leute sagen, ich kann ein bisschen die Bibel, verstehe ich, mit meinen Nachbarn lese ich die, aber wir verstehen gar nicht so groß, um was es dort geht. Ja, und jetzt, ja gut, schön, wir haben Gemeinschaft. Ja, ist das schon mal ein Minimum. Ja, aber da wächst ja nichts, da wird ja nichts vorangebracht. Vielleicht sagt der eine, ich bin schon 80, der andere sagt, ich bin neu im Glauben. Ja, da wird wahrscheinlich sehr wenig vorangehen, weil die Gemeinde nicht zusammenkommt, weil die gewissen Glieder nicht zusammenkommen, die es braucht. Ja, in der Hinsicht. Es kann halt nicht, die Gemeinde besteht nicht aus Hauskreisen, die Gemeinde besteht vor Ort an den Menschen. Wenn es das heißt, die Gemeinde, ich nenne es mal die Gemeinde Höxter oder die Gemeinde Holzminden, lass uns jetzt kleinere Kleinstädte, die da jetzt im Toradorf sich da auch befinden, ja, dass die sich dort versammeln. Ja, nicht die Hauskreise in Höxter sich versammeln, für sie da, für sich selbst, sondern dass die ganze Gemeinde zusammenkommt an den Ort, wo man lebt. Ja, Jesus schreibt auch nicht, schreibe den Brief an den Hauskreis in Ephesus. Ja, und dann noch in den anderen Hauskreis in Ephesus, schreibe bitte auch noch diesen Brief, weil da gibt es ja auch noch eine Gruppe. Ja, so ist es nicht. Ja, der ganze Ort ist immer angesprochen. Warum? Weil ein kleiner Hauskreis, der bringt nichts voran. Ja, das ist ja so ein Notlaufprogramm, so ein Hauskreis. Ja, oder vielleicht so ein Staat. Aber nichts Ganzes. Deswegen, wer einen Hauskreis gründet oder eine Gemeinde gründet, ja, der muss dafür sorgen, dass die angefüllt wird und dafür sorgen, dass alle Menschen in dem Ort, ja, mindestens das Dorf, ja, also es gibt natürlich auch ganz kleine Dörfer. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt hier so eine Ferienwohnung, ich glaube in so einem 300 Einwohnerdorf. Dann ist es meine Aufgabe, dass ich alle 300 Einwohner in diesem Dorf, das schaffe ich sogar, alle persönlich mal kennenzulernen, überall hinzugehen, an jedem Haus. Wenn ich weiß, da wohnt Familie XY, also 300 Familien kann man ganz leicht mal abchecken, ob man die schon mal missioniert hat oder nicht. Allen diesen Leuten das Angebot zu geben, haben sie Interesse an der Bibel, vielleicht sind sie ja schon Christ, wollen sie vielleicht an unserer Gemeinschaft teilhaben, vielleicht sind sie aber auch schon in einer Gemeinde, in einer anderen Konfessionsgemeinde hier im Dorf von 300 Einwohnern, ist natürlich das eher unrealistisch, dass ein regelmäßiger Bibelkreis schon existiert. Meistens fahren die dann nach außerhalb. Also es kann sein, dass da vielleicht Zeugen Jehovas, 10 Stück im Dorf wohnen unter den 300. Ja, die hätten jetzt wahrscheinlich kein Interesse, aber was ist mit den anderen? Ja? So, das gilt es. Und wenn man das ganze Dorf befragt hat bezüglich Gemeindebau unter Christen oder Neubekehrten oder die sich denn da bekehren, durch Einladung in den Hauskreis, kommen Sie doch mal bei uns vorbei. Ja, wenn Sie interessiert, können wir ein bisschen Kuchen essen und Kaffee trinken und können wir ein bisschen über die Bibel reden, über Gott und die Welt. Und vielleicht sagt ihr, oh, bei euch ist schön und ich bleibe hier und schon wieder ist einer im Hauskreis wieder dabei. Ja, also die Missionierung an dem Ort auch für den Hauskreis ist maßgebend. Ja. Und wenn man die 300 Leute durch, also wenn ich jetzt hier in diesem Ort, wo ich denke, da besteht so circa aus 300 Einwohnern, mit allen Einwohnern fertig bin, jeder hat mich schon mal gesehen, ja, oder Leute aus dem Hauskreis, wo ich anfänglich vielleicht denn bin, und alle haben gesagt, nein, danke, kein Interesse, ja, dann ist das ja jetzt nicht das Ende. Dann geht es ja weiter. So gut, alle hier im Dorf kennen uns schon. Vielleicht kommt ja einer doch mal irgendwann dazu zum Hauskreis. Ja, weil sie kennen uns ja, dass es uns gibt. Vielleicht hat er eine Lebenskrise, da ist jemand verstorben, da hat jemand eine schwere Krankheit, Schicksalsschlag. Vielleicht sagt er sich, Moment, da wohnt doch hier einer im Dorf unter den 300, ist doch der Nachbar da oben. Vielleicht rufe ich den nochmal an oder gehe da nochmal hin und sage, hey, sie hatten noch damals mit der Bibel. Ja, vielleicht schon ein Jahr später. Ne? Grundpotenzial ist schon mal gegeben. So, wie es auch so normalerweise ist, wenn irgendwie ein, jetzt kommen wir wieder zum Dönerladen, wenn ich einen Dönerladen aufmache, ja, in einem Dorf mit 300 Einwohnern. Was mache ich dann wohl? Ich drucke Flyer, jeder soll den Briefkasten haben, damit jeder weiß, oh, neuer Dönerladen hat im Dorf aufgemacht. Da gucke ich doch mal hin und gucke mal, ob das da nett ist vielleicht. Da kommen vielleicht 10%, 10% der 300 Einwohner kommen da hin und probieren mal den Döner, weil man 300 Bewohner hier so einen Flyer gegeben hat. Ja, 10%. Jetzt stell dir mal vor, das würde auch so sein in einem Hauskreis. Ja, was würde denn passieren? Auf einmal kommen die Leute. Ja, dann wird es langsam eng. Ja, und das, dann geht es weiter. Da sagt man, gut, wir haben jetzt hier nur einen Hauskreis, jetzt haben wir zwar eine Möglichkeit. Viele wollen jetzt auf einmal Gemeinschaft leben oder Neubekehrte die Bibel lernen. Ja, dann geht es weiter. Dann sagt man so, wir hatten von diesen 30 Leuten nicht auch eine etwas größere Wohnung, wo man auch jetzt parallel noch einen zweiten Hauskreis erstmal machen kann. Erstmal, ja, und dann findet sich das.
Und da kann man sagen, so, jetzt haben wir zwei Hauskreise hier unter einem 300-Einwohner-Dorf. Ja, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich mit dem Hauskreis zusammen eine Gemeinde gründen, dass man sagt, so, pass mal auf, wir werden jetzt hier ein größeres Haus mieten, pachten, kaufen, wo hier theoretisch, sagen wir mal, 50 Leute reinpassen, sodass alle im Dorf, die interessiert sind an den Glauben, sich an einem zentralen Ort im Dorf treffen können. Und so kann eine Gemeinde aufgebaut werden. Jetzt besteht die schon aus 50 Leuten. Darunter wird doch Potenzial sein. Der eine ist Evangelist, der andere ist Lehrer, der andere ist was auch immer, ja, Helfer, Diensthelfer, sodass dann erst wie in einer Firma oder generell in einem Konstrukt, wo man viele Mitarbeiter braucht, damit es überhaupt nach vorne geht, auch nach vorne gehen kann. Und das meines Erachtens. In Berlin hat das nie stattgefunden. Naja, kann man nicht sagen. Also ich persönlich würde schon sagen, als ich damals die Gemeinde mitbegründet habe, ich habe in jedem Haushalt, wo es möglich war, vor Ort Flyer verteilt, Einladungen gesendet, kommen Sie doch mal rum und desgleichen. Es hat keiner zugesagt. Mag sein. Ist gottloser Ort gewesen dort in Berlin-Marzahn, wo das da war. Ne? Da sind atheistischer Hintergrund. Ja, da sind viele nicht so mit Gott. Und haben da Interesse. Ich glaube, da wurden 15.000 Haushälte mit Flyern oder in Einladungskärtchen oder so Blätter so eingeladen. Zwei hatten sich, glaube ich, darauf zurückgemeldet per Mail. Irgendwelche Esoteriker, die nicht mal gekommen sind. Also nicht Interesse hatten. Oh, wie hat so ein Flyer am Briefkasten? Wollt mal fragen, glauben Sie denn auch an das dritte Auge? So ein Quatsch, ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war 2016 rum, wo, oder nee, 2013, 14 rum, wo die Gemeinde auch gegründet wurde. Ja, zur damaligen Zeit. So, jetzt hat hier irgendjemand was geschrieben. Ich muss mal was gucken. Ah, okay, das ist unwichtig. Hier geht es wieder um Felix Crusader. So. Ja, und jetzt ist man hier in diesem Toradorf, wo man sagen würde, da sind ja viele Kleinstädte, viele Dörfer. Da gibt es ja schon Hauskreise, Gemeinden, aber was heißt Gemeinden? Es sind eher so anfängliche Strukturen. Es fehlt auf jeden Fall an Personal. Leute, die sich um das ganze Organisatorische kümmern. Hier gibt es auch viele Neubekehrte, die Schwierigkeiten haben, vielleicht aus ihrem vergangenen Leben, die selbst Schwierigkeiten haben, was nach vorne zu bringen. Die könnten jetzt auch nicht eine Firma leiten. Die könnten vielleicht bestenfalls arbeiten, irgendwie einen Job machen auf der Arbeitsstelle, aber mehr dann auch nicht. Da fehlt halt es an Fachkräften. Jetzt ist aber eine große Fachkraft wieder hier im Ort, der hier hinkommen wird oder auch hier ist, sowohl in Berlin als auch hier, um auch zumindest die Möglichkeiten den Leuten hier vor Ort zu geben, dass es hier ordentlich vorankommt, weil nicht jede Stadt und Ort hat ja einfach mal jemanden, der sich in der Bibel gut auskennt, im Tora-Christentum wohlgemerkt. Ja, und jetzt liegt es halt, wie gesagt, immer nur noch an den Menschen vor Ort und die Menschen, die immer noch vereinzelt in Deutschland sind, die jetzt eigentlich sagen müssen, na scheiße, nee, Berlin habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber so eine ländliche Gegend dort, so ein Toradorf, wo man so Landwirtschaft und auch so machen kann, ja, viel, viel besser Gemeinschaft pflegen kann als in einer Großstadt, finde ich zumindest jetzt, wenn man das mal vergleicht, müsste eigentlich es auch im Positiven nach vorne rangehen. Ob es so wird, wird sich zeigen in der Zukunft. Aber wenn das auch nicht passiert, also ganz ehrlich, wenn selbst in einem Jahr das der Zustand hier vor Ort genauso ist wie in Berlin die letzten 10 Jahre, dann habe ich ja echt großen Zweifel an der Menschheit, ans Christentum, ja, generell. Da muss ja die Endzeit kommen. Dann hast du ja so Zustände wie Elia, wo Elia sagt, du bist der Letzte, der noch übrig geblieben ist. Die anderen sind alle in Sekten und machen komische Sachen und um denen geht es nicht um das Reich Gottes, sondern um sich selbst. Ja, das scheinen ja die Zustände zu sein. Wenn die so sind, sind sie so. Dann müssen sie sich aber auch wieder nicht alle wundern, wenn alle draufgehen. Ne? Das ist gut so. Ich finde es gut, wenn Christentum zerstört wird, kaputt gemacht wird von Gott und Jesus, wie es das Buch Offenbarung beschreibt, weil sie sich nicht an die Ordnung halten. Und wenn dieser desolate Zustand wirklich existiert in Deutschland, dann soll auch das Tora-Christentum die, die so wandeln in der Unordnung, auch weg, tot, sterben, braucht man alles nicht. Alles Energie- und Zeitverschwendung. Ja, ich habe damit kein Problem, wenn Jesus oder Gott das machen würde. Ja, ich würde sagen, es ist gerecht. Es ist gerecht. Da muss halt wieder eine Warnung, weil das, was bewirkt das? Dieser Zustand laut Bibel bewirkt immer, dass der Rest der Menschheit, der nicht gestorben ist, sich daran ein warnendes Beispiel nimmt. Eieiei, die haben doch da den Gott Israels gedient. Jetzt sind die alle tot. Bestimmt, aber wir wissen ja auch, die sind da nicht immer so wie wir gewandelt. Ja, die haben da ihre Gruppen, Sekten und was auch immer. Und naja,
Aber so ein richtig Gemeinschaftsleben haben die auch nicht gemacht, wie wir die Welt es machen. In Vereinen uns organisieren, Zusammenhalt, 50 Leute, irgendwie Freiwillige Feuerwehr, wo irgendwelche Organisationen gegründet wurden, wo das funktionierte, wo es keine Sektierertum gab. Mir passt der, was auch immer, der spielt komisch Fußball. Ich gehe nicht mehr in diesen Fußballverein, weil da einer komisch Fußball spielt. Ja, was auch immer. Ne? Und das kennt die Welt auch nicht. Und daher ist das gut, wenn solche Dinge zerstört werden, von Gott aus gesehen, früher oder später. Wenn da eh nicht das Interesse ist, dem biblischen Maßstab zu folgen, sondern seinen eigenen. Meistens ist es immer der Egoismus. Das heißt, dass irgendeiner, der sagt, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, wie es geht, jetzt muss ich nur noch Leute suchen, die das auch so sehen. Ne? Also ich kiffe zwar, aber ja, ich habe, glaube ich, die Bibel verstanden. Bestimmt mehr als ein Anfänger. Gut, ich gründe jetzt mal einen Hauskreis. Aber da dürfen nur Leute kommen, die kiffen oder die nichts gegen Kiffen haben. Ne? Und dann steht da so ein kleiner 10er-Hauskreis. Ja, von mir ist auch Tora-Christen, nennen die sich dann. Ja, und dann leben die da. Aber glaubt ihr wirklich, dass daraus eine Gemeinde entsteht, dass Jesus sagt, ja, das helfe ich jetzt mit, dass das zu einer richtigen Gemeinde anwächst? Meine Erfahrung zeigt, das ist noch nie passiert in Deutschland. Noch nie. Ich kenne nicht eine Tora-Christen-Gemeinde, die entstanden ist. Ja, aus Kiffern. Habe ich noch nie gesehen. Warum sollte Jesus sowas unterstützen? Aber genau das ist ein Problem in Deutschland. Dass es da irgendjemand geht, der sagt, hab die Bibel verstanden? Er glaubt es zumindest. Er scheint von sich aus überzeugt zu sein. Er glaubt, er weiß jetzt, wie man die Bibel zu verstehen hat und anderen sie beizubringen hat. Ja, und dann nebenbei noch kiffen. Ja, und ja, ne? Und dann beeinflusst er auch noch irgendwelche neu bekehrten Tora-Christen aus seinem Ort und legt die ein oder wirbt die ab und sagt, hey, willst du auch einen rauchen? Als Beispiel, ne? Und so weiter. Und solche kleinen Gruppen entstehen dann überall, wie aus Pilzen sprießen sie hervor. Der eine hat dann da irgendwie eine komische Macke. Oder hat seine eigene Irrlehre oder glaubt er seinen Prophet oder sonst was, ja. Dann gibt es halt nur diese verrückten Splittergruppen. Die gibt es sowohl im Tora-Christentum als auch im normalen Christentum. Das gibt es überall. Ja, aber ich spreche jetzt das Tora-Christentum in Deutschland an. Es gibt organisierte Gemeinden. Es gibt ja Gemeinden schon in Deutschland, ganz bestimmt. Es gibt in Städten ordentliche Gemeinden, wo ich sagen würde, hier ist das Vorbild einer Gemeinde und ein Gottesdienst, so wie die Bibel es beschreibt, sehr nah ist man da hingekommen. Gibt es ganz bestimmt. Ja. Aber ich sag euch, in Berlin gibt es das nicht. Ja. Und an vielen Orten in Deutschland sicherlich auch nicht. Und hier im Thora-Dorf, also wenn du mich fragst, ich spreche von einem 50 Kilometer Umkreis. 50 Kilometer Umkreis. Um den Zentrum Höxter herum. Ich sag euch, ich kenne dort keine Tora-Christen-Gemeinde. Ja, die ist vielleicht 100 Kilometer entfernt oder 80. Aber selbst in einem 50 Kilometer Umkreis, das ist sehr viel. Ja, wenn man die Deutschlandfläche sich mal anschaut. Gibt es das denn nicht? Also, es gab es nicht in Berlin. Da gibt es zwar eine messianisch-jüdische Gemeinde. Die hat so von der Gemeindestruktur den Anschein meines Erachtens, es sei eine Gemeinde. Es kommt mir aber eher vor wie eine Sekte. Ja, also vor allem auch mit vielen Irrlehren und Menschengeboten und mag ich ja gar nicht. Ich mag eher, dass man sich an der Bibel ausrichtet und nicht an Talmud oder wie auch immer. Deswegen will ich das nicht mal als eine ordentliche Gemeinde betiteln, aber die Strukturen herrschen da zumindest irgendwie vor. Ja, die haben ja nicht mal einen Pastor, die haben noch einen Rabbi. Naja, gut. Das sind dann die Dinge, die ich genauso beklage, wenn da so eine Zustände dann auch vorzutreffen sind. So. Was haben wir hier? Eine Nachricht? Ja, was ich brauche, brauche Leute hier. Also jetzt hier gerade, noch brauche ich nichts, vielleicht brauche ich was in der Zukunft, wenn man auch hier was aufbauen will. Das kann sein, ja. Das wird sicherlich auch nicht nur Personal sein. Ja. Habe ja gestern einen Livestream gemacht hier, ne? Was man erstmal braucht, sind weitere Wohnplätze. Ja, und damit sind natürlich wieder nur Tora-Christen angesprochen oder Neubekehrte, ja. Die sich in diesem Zustand befinden. Ja, also wenn ich die Bibel so lese, dass es da zum Beispiel Jesus als Gemeindegründer mit seinen Aposteln und seinen Jüngern, Missionierung, die Leute sind hinterhergelaufen. Das Einzige, was der Unterschied zwischen ihnen war und uns heute ist, dass es eine, wie sagt man, eine Nomadengemeinde ist. Also die immer von A nach B rumzieht. Die zieht durch die ganze Welt. 50 Leute wohnen in Zelten und ziehen durch die ganze Welt und missionieren. Das kann man machen. Diesen Jesusweg kann man machen. Jetzt wird ja nicht direkt vorgeschrieben, aber man kann das auch machen. Ich kenne persönlich keine Nomaden-Tora-Christengemeinde, die durch die Welt zieht und missioniert.
Ja, aber woraus bestand die? Da sind Leute dazugekommen mit ihren Fähigkeiten, ihren Möglichkeiten und haben das Ganze unterstützt. Da gab es den Judas, der hat den Klingelbeutel gehabt, davon wurde Nahrung gekauft für die ganze Gemeinde oder wo, da, wo es zumindest gemangelt hatte, wo keiner jetzt arbeiten mal konnte am Ort, wo man sich aufhielt und so weiter. Ja, und da waren auch viele Leute, die hatten Reichtum, viele Witwen, viele unverheiratete Frauen. Da steht klar geschrieben, sie haben ihren Reichtum in die Gemeinde gegeben. Dann sehen wir das bei Apostelgeschichte, die Leute gesagt haben, wir verkaufen unseren Reichtum, was wir nicht brauchen. Wir verkaufen die Häuser, wir verkaufen die Äcker, die wir nicht bewirtschaften, wo wir letztendlich selber dran nichts haben, weil wir selber es nicht brauchen, und geben das Geld in die Gemeinde, damit die Geld hat, um eine Gemeinde weiter auszubauen und zu gründen. Ja, das als Beispiel jetzt, ne? Das liest man dort. Das findet sich jetzt aber im Tora-Christentum so nicht vor. Habe ich zumindest noch nicht so gesehen. Ich habe zwar, wie gesagt, ein paar auch reiche Tora-Christen kennengelernt, die auch gewisserweise, ich sag mal, Geld auch in Projekte gesteckt haben. Aber wie soll man sagen? Für mich ist es ein Unterschied, wenn Hananias und Sephania ihr Haus verkaufen, ihr Zweithaus, nicht ihr Haus, ja, und dann 50.000 Euro haben, ja, und dann sagen so, was mache ich denn jetzt mit den 50.000 Euro? Dann geht er zu Petrus und sagt, du Petrus, ja, hier hast du 50.000 Euro, aber jetzt kommt's, kauf das Haus und ich will, obwohl ich gar keine Ahnung habe von der Bibel so wirklich, ja, und du eindeutig mehr, möchte ich dennoch hier mitbestimmen, wie wir hier den Glauben auszuleben haben. Also als Beispiel. Sowas kenne ich auch, sowas habe ich auch schon erlebt. Ja, dass dann immer so dieses, ich will dann aber auch mehr, wo ich sage, biblisch gesehen, als sich geziemt. Zu fordern auch, wenn man schon hilft, das sage ich mal so, dass man heutzutage nicht einfach blind jemand irgendwie unterstützt, das kann ich nachvollziehen, aber es sollte dennoch in seinem Rahmen sein. Ja, ne? Wie so ein Beispiel jetzt, wenn der Hananias gekommen wäre und zu einer Petrus, die gehen missionieren, die kommen an einen neuen Ort und die leben da alle in Zelte. Und die wollen jetzt da, die brauchen Kirchengebäude oder was auch immer. Oder Leute, Obdachlose auf der Straße. Die wollen jetzt aber zusammen das Tora-Christentum leben, indem sie zusammen wohnen, nah bei nah, und sich jetzt da irgendwie ein Haus kaufen. Ja? Und dass in der Hananias zu Petrus kommt und sagt: Hier hast du 50.000. Ich würde dich aber bitten, dass wenn du das davon jetzt das Haus da kaufst, für die ganzen obdachlosen Tora-Christen zu seiner Zeit, ja, dann möchte ich aber auch damit drin wohnen. Also lass mir da auch noch ein Zimmer, ja, damit ich auch dorthin kommen kann im Notfall, falls mir die Römer oder die Juden mein Haus wegnehmen. Ja, so als Gemeindenotsituation, ne? Und da sagt der Petrus bestimmt nicht, nö, mache ich nicht. Ich entscheide damit, was ich mit den 50.000 Euro mache, die du gerade mir gibst, als Beispiel. Ne? Wenn er so eine in so einer Situation ist. Ne? Und das ist, wo ich sage, das finde ich auch im Toradorf nicht so wirklich wieder. Ja, was vielleicht menschlich heutzutage normal ist, aber das ist eigentlich da, wo ich sage, das muss sich doch eigentlich ändern. Ja, der eine bringt das Personal mit, der andere bringt die Fachkraft mit, der hat die geistigen Talente, der andere hat die handwerklichen Talente und der andere hat halt vielleicht das Geld und sonst nichts. Kann ich lehren? Kann ich Häuser renovieren, was auch immer. Er hat eigentlich nur Geld, das nennt die Bibel, er hat die Gabe des Gebens. Er hat halt nur einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen, weil Gott die Menschen ja unterschiedlich macht. Und er könnte, wenn er wollte, seinen Beitrag finanziell zu steuern. Und das ist ja auch das, was gestern in dem Video so dargelegt wurde, dass Leute gesucht werden, ob sie neu im Glauben sind oder schon länger dabei sind, die finanziell etwas besser aufgestellt sind. Ja, dort in dem Mangel, der vorherrscht, das ist jetzt im Toradorf hier die Wohnungssituation, da hast du zwar einige WG-Plätze, wer will denn aber in einer WG leben unbedingt? Als Beispiel, ne? Dass man halt dort sagt, gut, dann unterstütze ich das mit den finanziellen Dingen, die nötig sind. Und wir reden ja nicht von Millionen, ja, wir reden hier von 20.000 oder 50.000 Euro. Und sind wir ehrlich, wie viele Menschen könnten, Tora-Christen, könnten 20 bis 50.000 oder 100.000 Euro bereitstellen, ob als Darlehen, ob als Handelsgeschäft oder was auch immer, um das Tora-Christentum voranzubringen? Bestimmt sehr viele. Wenn es angeblich 5.000 Tora-Christen gibt in Deutschland, grob gesagt, dann sage ich mir, also kommt mindestens 10%, mal sagen wir 25%. 25% von diesen ganzen Christen, ja, also das obere Viertel, sozial gesehen, wird doch das leisten können, theoretisch. Die anderen 75%, ja klar, wer ist nicht die 75%? Nehmen wir jetzt die 70%, die da drunter sind. Ja, 70% dieser Leute, ja, was machen die? Die sind vielleicht ja nicht so die Schicksalsgemeinde und die Vorfahren, ja, da hat man halt nicht ein großes Einkommen.
arbeitslos, gesundheitsbedingt, kann man halt nicht so sagen, ich kann mal locker 25.000 oder 10.000 Euro Kredit aufnehmen ohne Probleme oder habe es angespart. Ja, weil die halt in einer gewissen anderen Situation sind, was auch völlig in Ordnung ist. Um die geht es ja gar nicht. Es geht nicht um den, der sagt, mir bleiben am Monat 500 Euro übrig und dann ich mache meine normale Arbeit und ernähre mich selbst oder meine Familie. Das sind die 75% im Thora-Christentum. Ganz bestimmt, die gibt es auch. Und dann gibt es noch die 5%, also die Obersten, und das sind dann vielleicht die Millionäre. Die könnten locker mal hier eine Million und da, denen tut das nicht weh, die könnten das machen, aber selbst die 5%, ja, was sind das? 50 Leute, von 50 von 5000 Leute befinden sich wahrscheinlich sehr wohlhabend. Die könnten mindestens 200.000 Euro locker machen, wenn sie ihren Eigentum verkaufen, was sie alles gar nicht nötig haben. Wenn sie sich wirklich biblisch verhalten würden, könnten diese 5% das machen. Ich persönlich kenne gar keinen. Ich habe noch nie einen Thora-Christen kennengelernt, der gesagt hat, wisst ihr was, bei mir liegt hier ganz schön viel Geld rum, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich werde es wahrscheinlich meinen Kindern vererben, die so noch ungläubig sind, weil die mir wichtiger sind, weil das meine wahre Familie ist, meine ungläubigen Kinder, die mal irgendwann das ganze Geld erben sollen. Aber die Christen, meine richtigen Glaubensgeschwister, ja, da stecke ich doch kein Geld rein. Da will ich doch gar nichts investieren. Ach, die sollen mal zusehen, wie sie klarkommen. Mitmachen mache ich, ja, und vielleicht mal einen Kaffee spendieren und hier mal, keine Ahnung, mal 500 Euro einkaufen machen, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Ja. So als Beispiel, ne, also so, was ja auch Jakobusbrief stark angreift, im Jakobus, meine ich, Kapitel 2. Ja, die Reichen, ja, aber ich will ja gar nicht die Reichen erreichen, weil ich weiß, davon gibt es welche, aber davon habe ich noch nie was gehört, dass es da irgendjemand gibt. Also, die einen kennen auch vielleicht die Anna, ja, die schon seit 8 Jahren im Glauben ist, Thora-Christin ist, keine Gemeinde hat, aber mal so 5 Millionen Euro auf dem Konto rumliegen hat, weil sie es geerbt hat. Das ist nicht ihr, was sie erwirtschaftet hat, sie hat es durch ihre Vorfahren im Segen bekommen. Es liegt es darum. Wahrscheinlich wird davon nichts Sinnvolles gemacht. Im Königreich Gottes. Für das Thora-Christentum. Für mich ist es persönlich eine Schande. Also für mich persönlich. Wenn jemand 5 bis 10 Jahre im Thora-Christenglauben ist, keine Gemeinde hat, keine Strukturen hat, dass man sieht, hier wird das Reich Gottes so richtig gefördert. Aber ich habe 5 Millionen Euro auf dem Konto rumliegen, das ich gar nicht brauche, weil ich selber eine gute Einnahmequelle habe. Ich glaube, die Anna, die war Ärztin oder sowas, die hat bestimmt ihre 10.000 Euro jeden Monat verdient. Oder 5.000 bis 10.000 Euro. War sogar Single, unverheiratet, keine Kinder, kein Mann, nichts. Ja? So, und selbst da sage ich mir, was würde Jesus dieser Frau sagen? Wahrscheinlich, eins fehlt dir noch. Folge mir nach und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Ja, den Armen, den Bedürftigen, der es braucht. Und das sind sowohl die im Fleische bedürftig sind, aber auch die im Geiste bedürftig sind. Glaubt ihr denn, der römische Hauptmann hat da nur Brötchen verteilt? Was hat er gemacht mit seinem Reichtum? Der war vielleicht auch Millionär. Der hat eine Synagoge gekauft davon. Der hat genau das gemacht, was ich überhaupt gar nicht im Thora-Christentum vorfinde. Ja, alle sozial und da ein bisschen Brötchen kaufen und eine Suppenküche und Essen ausgeben. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht das, was die Bibel sagt. Die geistige Förderung steht im Vordergrund. Um die Brötchen kümmern sich hier schon die Sozialverbände und die Tafel. Aber für das geistige Wohl, das Thora-Christentum, da investiert keiner. Oder ich kenne nicht Leute, die dafür geistig investieren. Ich kenne nicht einen. Ja? Also wir reden jetzt von den 5% Millionären, die da locker mal die 5 Häuser haben, die da irgendwie vermietet sind und die halt da irgendwelche Einnahmen haben. Das Geld brauchen sie gar nicht. Die kriegen da 50.000 Euro jährlich Mieteinnahmen, die Millionäre. Also sie kriegen noch mehr Geld, ja, was sie gar nicht brauchen, weil sie haben genug Geld. Normalerweise müsste ein Millionär, der 50 Häuser hat, weil er die geerbt bekommen hat, wenn er sie nicht mal selbst verdient hat, die ganzen verkaufen. Verkaufen zu einem normalen Marktpreis oder ein bisschen und dann, keine Ahnung, da stehen auf einmal 50 Millionen Euro zur Verfügung. Und das hat er eigentlich ins Reich Gottes zu spenden, laut der Lehre Jesu, nicht meine Lehre. Warum macht er das nicht? Ne? Will, ne? Der Reiche, ja, na. Und er merkt, er hatte viele Reichtümer und ging des Weges. Wow, den hat Jesus bestimmt gelobt. Super Thora-Christ, mach's gut, bis bald. Ne? Ja, das sind schreckliche Zustände. Ja, also. Generell, das wird wahrscheinlich im Christentum auch in anderen Gruppierungen sein, nicht nur da, wo man an die Tora glaubt. Ja, so, aber wie gesagt, das ist der Zustand, auch auf den gestrigen Stream gesehen, war das auch mal so ein Test, ja, weil auch generell man sich der Frage stellt, natürlich hat nicht jeder die, ich will auch gar nicht Millionäre ansprechen, ich rede die obersten 25% in der Sozialschicht, also die inklusive für mich die Millionäre, die anderen 20% darunter ist halt so der Mittelstand.
Ja, das ist Mittelstand. Die haben auch ein gutes Einkommen. Die verdienen 4.000 Euro im Monat, haben vielleicht jetzt nicht Millionen auf dem Konto, haben vielleicht drei Häuser, ja, die sie auch vermieten, wo sie dann auch noch nebenbei Einnahmen haben, die sie auch nicht brauchen, theoretisch von Jesus aus gesehen. Wenn man, Jesus, brauchen die das eigentlich alles? Ja, die brauchen die nicht. Die brauchen ein eigenes Haus zum Leben. Das ist in Ordnung und eine eigene Arbeit. Aber dass sie dann noch nebenbei Häuser haben, diese vermieten an Ungläubige, wo sie dann Mieteinnahmen haben und jährlich arbeitsloses Einkommen generieren für ihr ganzes Leben, damit sie mal eine schöne Rente haben, damit sie ihren Kindern was vererben können, die vielleicht nicht mal gläubig sind. Ja, das, die spreche ich an. Das sind 25% des Tora-Christentums. Das sind 500 Menschen in Deutschland, die in solch einem Zustand sind. Die scheinbar, also ich weiß es nicht, ich will das nicht grob verurteilen, weil da glaube ich, da ist es nicht so. Ich habe schon einige aus diesem Bereich auch kennengelernt, die gesagt haben: Nature, ich bin dabei mit 20.000 Euro. Ich mit 25.000 Euro, die kann ich nämlich leichter locker machen, die tun auch nicht weh. Ich habe keine Millionen, aber ich hab 20, 25.000 Euro, die ich gerne in gewisse Projekte stecke. Alles schon erlebt, ob das ein Hörbuchprojekt ist. Gut, da war jetzt nicht 25.000 Euro. Aber ich weiß, dass es das gibt, dass da Leute mal sagen, ich mache mal 5.000 Euro locker oder 10 oder 15 oder 20 oder 25 und jetzt kommst und ich habe davon sogar noch was. Wie war denn das mit dem Hörbuch? Ja? Ja, jetzt habe ich ein schönes Hörbuch, ein neues, dass ich mir die Bibel anhören kann. Das kann grundlegend einen schon mal weiterbringen. Ja, da investiere ich rein. Hier habt ihr 10.000 Euro. Ich setze mal so ein grobes Beispiel. Ja, dann weiß ich kann mir ein neues Bibelhörbuch anhören mit einer scheinbar super Übersetzung. Und ich investiere noch ins Reich Gottes, weil jeder, der diese Bibel hört und zum Glauben kommt oder zumindest in der Glaubenslehre berichtigt wird zum wahren Lehre, weil es gibt ja auch dumme Bibelübersetzungen und dementsprechend dumme Bibelversionen, die man sich anhören kann. Ja, oder verfälschte oder manipulierte zu Gottlosigkeit, zu Ungerechtigkeit. Ja, und wenn da Menschen zum Glauben kommen, durch dieses Investitionsprojekt, dann kriege ich von Gott sogar noch Zinsen. Was, Peter, du hast 10.000 Euro in ein Hörbuch investiert und durch dich sind 500 oder 1.000 Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum, weil das Hörbuch auf Deutsch ist, sind von der Sünde abgekommen. Durch deine Mitinvestition. Ja, da bist du bei 25% Rendite im Himmel dabei. Ja, wow, wird er sagen. Ja, also, das gibt es ja auch, das gab es schon in der Vergangenheit. Und das ist auch gut so. Ja, jeder hat da seinen Lohn dann auch verdient, das ist gut so. Ich freue mich für diese Leute, wenn sie dann am Ende, wenn sie tot sind, sagen: Wow, hier gab es ja richtig Rendite für das Geld und dass ich hier investiert habe im Reich Gottes. Ja, freue ich mich für den. Das hat gut gemacht. Ja, guter Knecht. Ja, wie auch immer. Hinein ins Reich Gottes. Sollst du über 10 Städte gesetzt werden. Deine 50 himmlischen Autos fahren dann. Der andere hat gar keins, weil er das nicht gemacht hat. Ich freue mich für dich, weil du hast es erkannt. Die Lehre von Jesus, dass du das gemacht hast, was er gesagt hat. Nicht was du willst, hast du getan, sondern was Jesus gesagt hat in der Bibel. Das hast du getan. Dafür soll natürlich auch jeder nach seinem Tod entlohnt werden. Ja. So. Und jetzt ist es halt, dass wir nicht über Hörbücher sprechen, sondern über Häuser. Was letztendlich sogar auch vielleicht sogar noch sinnvoller ist. Weil vom Hörbuch, gut, das habe ich dann am Ende auch, aber das ist nicht zum Anfassen. Da habe ich jetzt, gut, man kann was anhören. Ich habe mich berieseln lassen. Sicherlich nicht verkehrt, ist auch gut. Aber wenn es jetzt darum geht, das Tora-Christentum zu unterstützen, was weiß ich baue ein großes Gemeindegebäude, wo 100 Leute sich versammeln können oder 200 Leute. Kann man auch machen. Das ist auch eine Investition, wenn es um Bauten geht. Oder halt, wie gesagt, Häuser geht, Miethäuser, WG-Häuser, Gemeinschaftshäuser, Kirchengebäude, was auch immer. Ja, dann ist das da genauso möglich. Ja, wenn ich sage, da gibt es ein Hörbuch, das kostet 40.000 Euro, ja, und man braucht jetzt da Unterstützer und da gibt es ein paar Leute, die geben 100 Euro, 500 Euro, jeder wie er kann. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen einfach auch zu strukturieren. Ja, und der eine gibt 5 und der andere 2.000 Euro und dann ist das umgesetzt und dann wird es veröffentlicht und produziert und fertig. Das funktioniert ja, aber bei einem Haus bin ich mal gespannt, ob da irgendwie jetzt daraus was wird die nächsten Tage. Ne? Weil, wie gesagt, das müsste ja eigentlich auch förderbar sein. Es gibt den Mittelstand, der hat dieses Geld, er hat sogar davon, wenn ich ja auch sagte, den Leuten gehört das ja dann sogar noch. Ja, ist ja nicht so, als hätte man so ein Risiko dahinter. Ne? Kommt das Hörbuch raus? Risiko, oh, ist es rausgekommen. Ja, dann hat es sich ja gelohnt. Und bei dem Haus, ich schicke da 20.000 Euro rein. Ja, und was weiß ich, was da damit passiert? Eben ja nicht, sondern, na dann komm, mach da Urlaub, guck an, wie das Tora-Christentum nach vorne geht. Da treffen sich dann die Leute, die lesen Bibel, es wächst alles vor Ort, da kann eine richtige Gemeinde dann auch entstehen. Miteinander, da nah beieinander leben die Leute im gleichen Haus oder in der Nachbarschaft.
einen Umkreis von 5 bis 10 Kilometer, können sich regelmäßig jeden Tag auch sehen, weil sie nur 5 Kilometer mit dem Fahrrad oder mit dem Roller oder mit dem Auto fahren müssen. Ja, bin ich mal gespannt, inwieweit dort auch eine, ich sage mal, gleiche Motivation da ist, wie zum Beispiel auch bei so einem Hörbuch oder so einer Superbuch, dritte Staffel, die auf Deutsch übersetzt werden soll oder so. Ich bin gespannt, ja, ob da, weil das ist viel wichtiger, also meines Erachtens ist das viel wichtiger als zum Beispiel so eine Superbuchstaffel. Das ist auch gut. Ein Hörbuch würde ich auch nicht sagen. Ein Hörbuch ist nicht so wichtig wie eine Ortsgemeinde, die aufgebaut wird. Weil es gibt ja schon andere Hörbücher, die sind auch nicht schlecht. Aber hier gibt es nichts, die kann man nicht sagen im Toradorf. Naja, wenn wir jetzt dieses Haus für 75.000 Euro nicht kaufen, dann haben wir ja noch ein anderes Haus, ja, was ja auch nicht schlecht ist, wo wir eigentlich das haben, was wir auch wollen. Ich sage euch, das gibt es nicht. Hier gibt es auch nur einzelne Tora-Christen, die leben dort in einer Wohnung oder in einer WG oder es gibt Hauskreise, die sich hier befinden. Ja, von Gemeinden, wie gesagt, wie die Bibel es sieht, sehe ich gar nichts. Das ist wirklich alles in Gründung, in Gründung. Die haben Personalmangel, die haben Glaubensmangel, die sind in der Bibel noch nicht so weit. Das dauert auch 5 bis 10 Jahre, wenn überhaupt, dass die Leute mal irgendwann sagen: So, jetzt bin ich da, dass man auch eine Gemeinde leiten kann, anleiten kann, ein bisschen was organisieren, ordentlich organisieren kann. Ja. Und das ist halt das große Problem. Und noch ein großes Problem im Toradorf ist auch, dass die Menschen, die das unterstützen, ja, hier gar nicht leben. Die wohnen 300 Kilometer weit entfernt und versuchen aus der 300 Kilometer Entfernung hier etwas zu organisieren. Ja, das ist so, wie wenn ich einen Dönerladen aufmache, ja, und ich mit meinen Ideen, das wird schon alles funktionieren, ich investiere das auch, kaufe das alles und dann sage ich Fäulnis, so, dann bin ich denn mal wieder bei mir zu Hause, 200 Kilometer entfernt und ihr macht das hier schon, ihr schafft das so. Ich komme dann 4 Mal im Jahr vorbei und guck mal, wie es so läuft, ja, und wird schon. Ganz ehrlich, das gibt es hier auch. Das gibt es hier auch und ich beobachte das. Ich sehe denn, wenn diese Leute aus 300 Kilometer ankommen, in ihren Dönerladen und sich erschrecken. Was ist denn hier los? Warum habt ihr denn nicht das gemacht, was ich euch gesagt habe? Warum, wieso geht es hier nicht voran? Warum ist die Kuh nicht gemolken? Warum wurden die Schafe nicht geschert? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt das machen, ihr Tora-Christen. Ja, und jetzt sehe ich, und wer hat denn den Stall da kaputt gemacht? Und wieso geht der Traktor nicht mehr? Das sind die Zustände, die ich hier im Toradorf sehe, ja, in den Hauskreisen, na mehr in den Hauskreisen nicht, muss man sagen, aber unter den Gemeinden, den Gemeindestrukturen sehe ich das. Und warum ist das so? Weil der, der die Verantwortung übernehmen könnte, also der das Potenzial hat, der sogenannte Dönerladeneröffner, nicht vor Ort ist. Der muss natürlich ja auch leben. Dann kann er das alles kontrollieren. Stell dir mal vor, du machst einen Dönerladen auf und als Chef und sagst du der Belegschaft, hast alle angestellt, sind ganz normale Arbeiter. Ist keiner, der irgendwie studiert hat oder so. Das sind Leute, die haben einen Führerschein, die können einen Dönerspieß schneiden, die können Gemüse schnippeln, die können vielleicht die Kasse bedienen, ja, als Beispiel. Und da sagst du dann, dann gibst du eine Aufträge, jetzt macht er hier mal den Ofen neu und das neu und das muss hier noch gemacht werden. Und die sagen, ja, Chef, machen wir denn. Ja, gut, bis dann, ne? Und dann soll das angeblich ohne Führung, ohne Leitung, ohne Führung dann auch passieren? Wo funktioniert sowas in der Welt? Wo funktioniert sowas in der Bibel? Da lese ich was, da will jemand einen Tempel bauen und da braucht der Arbeiter, der braucht aber auch nicht Arbeiter, der braucht auch Vorarbeiter, Antreiber, weil man weiß, der Mensch ist faul und der braucht einen Antreiber und eine Aufsicht, die das alles beaufsichtigt. Jede Baustelle hier draußen in der Welt funktioniert so. Ja, da kann ich doch nicht sagen, als Bauherr, ja, macht mal Bauarbeiter, ihr mit eurem Mindestlohn. Wenn ich wiederkomme, will ich, dass das Gebäude steht. Hä? Ja, und es ist eigentlich ein großes Problem. Also man sieht, es gibt Leute aus Deutschland, die investieren, die machen, aber irgendwie unstrukturiert. Ja, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Natürlich, wenn es irgendein Millionär ist, der Kiffer ist und der sagt, er will nur das Kiffen unterstützen und sagt, doch, Toradorf klingt interessant. Hier habt ihr 500.000 Euro. Ich kaufe euch da was Schönes. Ja, viel Spaß. Bis bald. Ja, wie wird das wohl enden? Erfahrungsgemäß im Chaos. Hier gab es auch mal Kiffer-Tora-Christen im Toradorf. Wo sind sie? Weg! Aufgelöst! Ja, wer hätte das gedacht? Als hätte Jesus das unterstützt. Und da waren auch halbwegs fähige Leute vor Ort. Ja, halbwegs.
Aber auch jetzt finde ich das Kiffen ein Problem und wieder das Sektierertum. Ich will aber, dass hier so geglaubt wird, wie ich das empfinde. Und alle, die eine andere Meinung haben, werden beschossen. Beschossen. Es wird nicht respektiert und akzeptiert, dass der andere eine Meinung hat. Er wird beschossen. Ja, wie soll denn da eine Gemeinschaft funktionieren? Und das sehe ich hier auch. Ja, Tora-Christenhauskreise, Gemeinden, viele. Aber irgendwie kein ordentlicher Leiter, zum Teil Sekten, zum einen welche, die sagen, ja, wo ist denn der Bibellehrer? Der kommt in 6 Monaten wieder. Und wo ist euer Pastor? Ja, der kommt auch erst in 6 Monaten wieder. Und was macht ihr hier? Ja, wir lesen ein bisschen Bibel, lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Ja. Wir dürfen hier wohnen, hat der Tora-Christ gesagt, der nur einmal im halben Jahr vorbeikommt. Und der Bibellehrer? Ja, weiß nicht, der sollte irgendwann mal nächstes Jahr wiederkommen. Wie kann sowas funktionieren? Frag ich mich. Ja. Und warum ist der Zustand da? Nur weil man nicht bereit ist, A, nicht zu schießen, zu jemandem, der eine andere Meinung vertritt, und B, weil man unbedingt davon überzeugt ist, dass man selber die absolute Wahrheit hat, die man lernen will und alles andere dann ausschließt. Aber was bringt dir das, wenn du nicht vor Ort bist? Ja, und es würde viel einfacher laufen, wenn der Zustand so wäre, dass alle im Tora-Christentum sich gegenseitig respektieren und sagen, du pass mal auf, ich weiß, bei euch ist das so. Von mir ist auch mit dem Kiffen. Von mir ist auch das. Und wenn es da einen kleinen Hauskreis gibt, der aus Kiffern besteht, ja, das ist das einzige Problem, was die haben, sonst läuft alles gut. Selbst wenn es so wäre, ja, würde ich immer noch sagen, man kann immer noch versuchen, mit diesen Menschen trotzdem in irgendeiner Weise, ich sag mal, minimalistisch zusammenzuarbeiten, als sich komplett abzuschotten und sagen, man will gar nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Nicht mal treffen und gleich gegenzuschießen. Die sind alle doof, die glauben, man darf nicht kiffen. Aber es ist ein Kämpfen untereinander. Ja, nur weil man eine andere Meinung hat. Wenn man das schon mal beiseite legen würde, würde es gar nicht so ein Problem sein, dass gewisse Bibellehrer, Pastoren, Investoren gar nicht vor Ort sind, weil dann sich der Haufen, der vor Ort ist, noch besser selber organisieren kann, als dass überall kleine Grüppchen sich befinden. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist die Problematik, dass halt auch da mal an sich selbst gedacht werden muss, macht das einen Sinn, dass ich eine Idee habe, Geld da investiere, weil ich vielleicht Millionär bin oder ich Möglichkeiten habe, aber kein Personal. Und dass ich dann mal den Menschen vertraue, die scheinbar in der Bibel sich besser auskennen und vielleicht auch eine andere Meinung vertreten. Und jetzt, warum sollte das jemand machen? Weil dieser Mensch, der vielleicht nicht meiner Meinung ist, der vielleicht sagt, Kiffen ist nicht in Ordnung. Ich schreibe das jetzt mal so, ne? Oder dass man jetzt kocht am Sabbat oder so, weil man einfach eine andere Meinung hat. Zu sagen, pass mal auf. Du lebst im Toradorf, du scheinst mir ein gescheiter Bibellehrer zu sein oder ein Pastor oder ein Leiter oder ein Hausmeister, jemand, der Vorarbeiter ist, der sozusagen beaufsichtigt und organisiert und kontrolliert. Ja? Ich weiß, dass wir nicht einer Meinung sind, ja, aber ich habe hier Potenzial. Eine Bitte habe ich aber an dich. Eine Bitte. Verwalte den ganzen Kram hier als Pastor oder als Hausmeister 10 Leute, die nicht dieser Meinung sind des Investors, der sagt aber lasst mich in Ruhe meinen Glauben ausleben hier. Und wenn ihr das hier mal alles aufgebaut habt und hier richtige Strukturen sind, alles ist fertig, dann möchte ich, wenn ich komme und wenn das nur einmal im halben Jahr ist, dass ich schön habe, dass alles ordentlich funktioniert, auch wenn Meinungsverschiedenheiten da sind. Ja? Oder wenn ich dann doch mal später dahin ziehe nach 5 Jahren, dann kann das funktionieren. Aber was ist, wenn die Leute das nicht machen? Wenn die Leute das nicht machen, werden diese Leute, die von mir aus auch Geld investieren ins Toradorf, in ihre Sektenstrukturen oder den Leuten sozusagen noch es schwer machen, dass es überhaupt funktioniert, dann haben die ihr Geld verschwendet. Dann haben sie irgendwo investiert in ein Haus, das wurde aufgebaut und ist wieder zerfallen. Kann ja nicht Sinn der Sache sein. Für dich. Macht für mich keinen Sinn. Und das andere Ziel, das, oder wie kann es auch nur funktionieren, und das ist, wie gesagt, der steinige, lange Weg, dass man erstmal Leute findet, die eine Meinung zusammen haben. So, wir sind ja 10 Leute in Deutschland, wir teilen irgendwie die gleiche Meinung. Nehmen wir jetzt mal Nature 23 auch mit rein. Ja, so. Wir wissen, okay, da, Nature 23, die Lehre und Feuer anmachen, Strenge und Jungfrauen, was auch immer. Entweder toleriert man sich gegenseitig, auch wenn man eine andere Meinung hat, oder man hat die gleiche Meinung. Und dann müssten die dann halt sagen, gut, dann müssen sich die finden und die in ihrer kleinen Gruppe aus 20, 30, 40, 50 Leuten deutschlandweit sagen, na, dann bauen wir halt zusammen etwas auf dort vor Ort.
wo wir alle das Gleiche glauben. Ja, weil die anderen wollen ja nicht. Die anderen, die was anderes glauben, wollen ihr Ding machen. Die wollen ihre Religion vorantreiben, haben aber gar kein Personal dafür. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich in der gleichen Situation wäre, wenn der Zustand wirklich so dramatisch wäre, dann würde ich sagen, gut, ich befinde mich jetzt hier im Toradorf, ja, habe ein gewisses Grundpotenzial, das langsam wachsen wird, ja, und hoffe dann, dass diese 50 Leute sagen, gut, wir bauen dort etwas auf. Und wenn das steht, können wir auch woanders was aufbauen. Aber es muss erstmal ein ordentlicher Anfang gemacht werden. Aus wenig Leuten, die die gleiche Meinung vertreten. Und dann wird man vielleicht hoffen, dass die anderen im Dorf, was wird passieren? Die anderen Projekte im Toradorf, die Hauskreise, die Kifferkreise, die liberalen Kreise, was auch immer, da wo keine Struktur ist, da wo man sagt, baut mal Dönerladen auf und ich als Käufer komme am halben Jahr vorbei und gucke mal, ob das was wird. Die werden alle zerfallen. Na schön, denn wenn die nämlich alle zerfallen, kommen die am Ende zu der Gruppe, wo es funktioniert hat. Die steht, die zeigt, wir haben Haus gebaut, da war ein Fundament, hier läuft alles. Ja, vielleicht hätte es viel besser und schneller laufen können, aber jetzt könnt ihr zu uns kommen. Weil wir haben uns organisiert. Wir waren tolerant gegenüber den anderen Tora-Christen. Wir haben nicht gekämpft gegen die anderen Tora-Christen, wenn es zumindest außerhalb der Lehre ist. Ja, innerhalb der Lehre kann man natürlich immer seinen Standpunkt vertreten und sagen, ich habe die und die Meinung. Aber es das heißt nicht, dass man denn sozusagen den anderen hassen muss und den anderen versucht zu sagen, nee, dein Glaube ist falsch und warum kochst du denn am Sabbat und du kochst nicht am Sabbat und so weiter, dass man ja auch mal stehen lassen muss. Ja. Und spätestens dann, wenn diese Hardliner, die Kiffer oder halt die Liberalen oder die zumindest, die am Ende verlieren, das sind die, die es nicht geschafft haben, etwas aufzubauen, das läuft. Die werden dann am Ende nur noch die Möglichkeit haben, A, sie gehen wieder alle weg, obdachlos, in ihr altes Leben zurück und sagt, leck mich doch alle am Arsch, mein Projekt hat nicht geklappt. Ja, und die anderen waren wahrscheinlich alle schuld, aber man selber nicht. Oder aber, diese Leute werden hier bleiben und sagen, na guck mal, bei denen hat es funktioniert. Die haben da eine Bibelschule, die haben da Gemeinde, die haben da Frieden, die sind da tolerant, das sind keine Arschlöcher, da ist noch Liebe da. Ja, dann schließen wir uns denen an. Und die Gruppe, die kleine Gruppe dort aus 10 Leuten, die gesagt hat, wir wollten eigentlich mit allen zusammenarbeiten, aber ihr wolltet ja nicht. Wir mussten am Ende selber uns zusammentun, suchen die nah bei uns sind, auch wenn die aus ganz Deutschland sind, die hier diese kleinen Projekte erstmal gefördert haben. Jetzt laufen sie auch. Die werden dann nämlich sagen, wegen euch und euren Bauherren und euren Lehrern und Investoren und alles, seid ihr alle schuld, dass wir nicht viel schneller vorangekommen sind. Wir hätten viel, viel schneller herankommen können. Schön, dass ihr es aber am Ende trotzdem noch erkannt habt. Und das ist halt die biblische Buße, ja, dass Menschen auch am Ende noch eingesehen können, ich habe einen Fehler gemacht. Herr Jesus, wenn du in dein Reich Gottes kommst, bedenke doch bitte an mich, auch wenn ich jetzt schon gekreuzigt werde und am Arsch bin, durch mein eigenes schlechtes Verhalten. Ja, aber das muss doch nicht sein. Ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht, dass diese Zustände im Toradorf am Ende so enden. Wenn es so ist, dann ist es so. Wenn ich sage, wir brauchen jetzt 15 Jahre, damit wir hier was richtig voranbekommen und wir haben auch was voranbekommen und ich dann am Ende sage, wegen euch Wrackchristen im Toradorf, wir hätten schon in 5 Jahren das schaffen können. Jetzt haben wir 15 Jahre gebraucht. Schönen Dank. Das kriegen die dann trotzdem zu hören. Und die werden hoffentlich dann noch eingesehen und sagen, ja, scheiße, war wohl doch Kacke. Wir dachten, es funktioniert, wie wir es denn denken, so mit Chaos und keine ordentliche Verwaltung und hoffen, ach, die machen das schon. Die werden schon den Dönerland verwalten, auch wenn gar kein Schichtführer da ist und kein Geschäftsführer, weil die alle im Urlaub sind und nur mal irgendwann mal vorbeikommen, gucken, ob alles läuft. Ja, wie endet das denn? Genau, das endet dann genauso wie in dem Gleichnis mit dem Weinberg. Der Herr kommt zu seinem Weinberg und sagt, ich möchte jetzt meinen Anteil haben. Nö, wer bist du denn? Gar nichts, verpiss dich. Das, ganz ehrlich, das würde mich nicht mal wundern, wenn das ist hier ja schon passiert. Das ist hier ja schon passiert. Das schöne Beispiel, also in diesem ganzen Toradorf gibt es solche Geschichten. Ja, also in dem einen Jahr, was ich jetzt hier schon bin. Da hat einer gesagt, hier, habt ihr Geld, macht was draus. Die hatten dann irgendwie so ein Miet, so ein Einfamilienhaus, irgendwie sowas da gekauft. Ja, und hat er gesagt, jetzt brauche ich noch jemanden, der das hier leitet. Wer bist du? Peter. Glaubst du an die Tora? Jo. Ja, dann mach das. Würdest du es machen? Ja, dann würde ich hierher ziehen. Würdest du da einziehen? Ja, gut. Alles klar. Dann haben wir doch schon mal Personal vor Ort. Ja, ich werde nicht hier sein. Ich kann hier nicht sein. Ich hab andere Pläne. Ich lebe woanders. Tschüss. Ich komme dann aber hin und wieder mal gucken, wie es so ist. So, dann hat er das gemacht. Und ein Vierteljahr später kommt er zu seinem Haus und klingelt.
Und dann macht dieser eine Tora-Christ die Tür auf und fragt: Ja, was denn los? Ja, was ist hier los? Ja, wer sind Sie denn? Ja, das ist doch das Haus, das ich Ihnen damals zur Verfügung gestellt habe. Ja, und? Ja, wir wollten doch jetzt hier mal ein bisschen was machen. Ist mir doch egal. Tschüss. Dann werde ich halt die Polizei rufen. Ja, rufen Sie doch die Polizei. Tschüss. Ne? Also krass, so eine Geschichten gibt es. Was passiert denn? Der Typ da drin ist Tora-Christ und sagt, ich gehe hier nicht weg. Ne? Und der andere sagt, warum geht denn der nicht? Also der Käufer des Hauses. Ne? Und was passiert dann vom Prinzip her? Ja gut, dann müssen wir jetzt die Polizei rufen und diesen Tora-Christen aus dem Haus ausschmeißen. Mann, haben wir einen Stress hier. Wieso funktioniert denn das alles nicht? Ja, weil so etwas nicht funktionieren kann über diese Ebene. Ja, vor allem, ich kann doch nicht jeden beliebigen Menschen, der sagt, ich will in Toradorf, ja, ich selber nicht, als Investor, irgendwie so eine Verantwortung übergeben für so ein Haus. Ja, und die hoffen, na, der ist ja Tora-Christ, der wird das schon machen. Das ist so ähnlich wie einer meiner ehemaligen Arbeitgeber, der hat gesagt, ich brauche unbedingt hier Leute. Die mit Führerschein. Die müssen einen Führerschein haben, mehr nicht. So. Der macht kein Vorstellungsgespräch, der macht kein Bewerbungsverfahren und guckt erstmal, sind die Leute dafür qualifiziert, für diesen Job? Nein, nur einen Führerschein. Und dann stellt er die Leute ein, ich beobachte das so und fasse mir schon im Vorfeld am Kopf, was ist denn das für ein Typ? Scheinbar hat er einen Führerschein. Und was passiert? Der schrottet erstmal einen Firmenwagen. Und dann läuft das Geschäft nicht. Er macht nicht das ordentlich, was er eigentlich sollte. Ja, und der Chef schmeißt ihn raus und stellt den nächsten ein. Hat keinen Bock auf Prüfung, mal zu gucken, ist der überhaupt fähig, kann er überhaupt arbeiten, Arbeitszeugnis und so weiter. Es wird gar nicht geprüft, ob jemand geeignet ist für diesen Job. Ja, alles erlebt früher. Dadurch ist viel Schaden entstanden. Aber das habe ich hier im Toradorf auch schon erlebt. Ja, ich kenne die Bibel. Oh. Ich brauche jemanden, der in diesem Einfamilienhaus hier einzieht. Finde ja gar keinen. Fragen tue ich erstmal nicht alle. Ich frage erstmal nur ein paar Leute, von denen ich gehört habe. Du würdest also da einziehen? Ja, irgendwie siehst du mir vernünftig aus. Alles klar, dann mach mal. Ja, und am Ende ist alles kaputt gegangen. Ja, der Typ hat gesagt, Scheiße. Und ich selber bin mit diesen Leuten in Kontakt gekommen. Ja, und habe diesen Besitzern gesagt, sag mal, wo machst du denn das? Hättest du auch mich nehmen können. Wieso fragst du mich nicht? Ich glaube, mit mir wäre der Fehler hier nicht passiert. Du wirst aber nicht glauben, dass wenn du nach einem halben Jahr hier reingekommen wärst zu deinem Haus und hättest geklingelt, ich hätte die Tür aufgemacht, dass ich dir gesagt habe, wer sind Sie denn? Ja. Also, wie die Welt auch draußen arbeitet. Es gibt schlechte Arbeitgeber, gute Arbeitgeber, Leute, die planen können, Leute, die nicht planen können, wo dann auch die Firma denn zugrunde geht oder ganz schlecht läuft oder nicht so läuft, wie sie laufen könnte. Ja, aus einem Personalmangelproblem oder ein Planungsproblem. Ja, und ich bin echt gespannt, wie das zukünftig hier laufen wird. Haben wir echt nur noch schlechte Arbeitgeber, schlechte Investoren, die gar keine Ahnung haben, wo sie ihr Geld investieren und ordentlich, dass es ordentlich Rendite abwirft, sowohl in der Welt als auch im Himmel? Meine Güte, das wäre echt hart, wenn das so ist. Ich dachte, so schlimm ist die Gesellschaft in Deutschland doch nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Das wird sich jetzt zukünftig zeigen. Ich bin mal gespannt, wie viele sich jetzt auf dieses Video melden werden, mit diesen zwei Häusern, wo jeder, der, ich habe ja immer schon von Christen gehört, ja, wir investieren in Gold und in Silber, legen wir Geld an, ja, 10.000 Euro, 5.000 Euro, alles schon gehört. Ob diese Leute jetzt auch sagen, jetzt investieren wir mal in Immobilien und wir geben es unter die Kontrolle von Tora-Christen. Und wenn man sagt, wir vertrauen aber keine Tora-Christen, aber den Nature, der hat bisher niemals, konnte man dem nachweisen, dass der in 10 Jahren irgendwie was veruntreut hätte, Geld verschwendet hätte für Urlaubsreisen, für ein neues Auto, für ein Porsche, für drei Villen, wo er jetzt sein Privatleben fristet, wo alles zugrunde geht. Das wird mir niemand nachweisen können. Ich habe nie Mietschulden gehabt. Ich habe auch nie in allen Verträgen, wo ich drin war, es nicht zu Ende gebracht, dass man irgendwie sagt, ja, das lief scheiße. Niemals. Ja. Es gibt bestimmt doch andere, die sind auch so. Aber die sind jetzt gerade nicht hier. Also ich wüsste nicht, dass momentan ich jemanden kennen würde,
der ins Toradorf ziehen könnte, der hier noch nicht lebt, der hier noch nicht lebt. Es gibt Leute, die leben hier, aber ich vermute, die haben nicht, die können das nicht, die wollen das auch nicht. Die haben diese Zeit nicht oder diese Energie, irgendwas zu verwalten. Ja, haben die nicht. Und ich würde mich freuen. Ich kenne zum Beispiel einen Glaubensbruder aus Bayern. Ja, da sage ich, der hat 100% das Potenzial dazu. 100%. Einfach so aus Erfahrung. Ja, und er hat auch gesagt, der will ins Toradorf ziehen. Aber das ist für den auch nicht so einfach. Aber der ist jetzt auch nicht hier. Ja, wenn er hier wäre, würde vielleicht auch einiges besser laufen. Das Einzige, was ich mir nur fragen muss, ist, wenn selbst diese Leute hierher kommen, A, wollen sie ihre Sekte gründen und sich nachher abkapseln komplett und nur ihrs machen? Oder wollen sie wirklich mit den Tora-Christen im Dorf zusammenarbeiten, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt? Auch wenn die Lehrauslegungen unterschiedlich sind von ultrakonservativ bis liberal? Das weiß man natürlich nicht. Aber bei mir weiß man es ja auch, ne? Oder? Was hat der denn? Hat der Nature ein Problem mit Christen, die kochen am Sabbat, dass er die verteufelt? Und die sagt, was bist du denn, Christ? Mann, bist du ein Gottloser. Du kochst ja am Sabbat. Boah, ja. Wüsste ich nicht. Also ich würde mich schon eher so einschätzen, wenn im Umgang mit Tora-Christen, ob die nur an die Entrückung glauben, ob Frauen in Hosen tragen dürfen oder Röcke anziehen müssen. Also im Allgemeinen mittlere Gebote, wo man auch streiten drüber kann, Auslegungsmöglichkeiten hat, woraus kein großes Chaos entsteht durch Unterschiede, ja, wüsste ich selber nicht, dass ich in irgendeiner Weise diese Leute zerstöre oder bekämpfe vor Ort. Du und du, mit dir will ich keine Gemeinschaft mehr, du bist ein Irrlehrer und ich werde dir alle deine Leute wegnehmen und so weiter. Das wüsste ich bei mir nicht. Ich persönlich, wenn ich selbstkritisch mich betrachte, als Verwalter, als Lehrer, als Pastor nicht, das bin ich nicht, aber in vielen Aufgaben, die es in der organisatorischen Ebene bedarf, wo Vertrauen gefordert ist, dass auch alles gut läuft, ich weiß, mein jetziger Chef, wo ich jetzt arbeite, der würde Folgendes sagen, wenn er mich, der kennt mich ja auch schon ziemlich lang, wenn er wüsste, wenn ich ihm sagen würde, du, kann ich deinen Laden mal übernehmen für ein halbes Jahr, dann würde der sofort sagen, weißt du was, ich glaube, ich müsste mir keine Sorgen machen, dass hier der Laden läuft. Ja, er müsste sich Sorgen machen, dass nachher vielleicht er reinkommt und sagt, das Licht gefällt mir aber nicht. Aber trotzdem, der Laden läuft. Und ich sage meinem Chef, ich habe nochmal 10, nee, ich habe nochmal 20% Rendite noch mehr rausgeholt. Ja, aus dem Laden. Ja, da frage ich mich, welches Risiko besteht, wenn ich das gestern zum Beispiel in den Stream gelesen habe? Ich will nicht sagen, dass das Tora-Christen geschrieben haben. Da waren aber auch Tora-Christen dabei, die gesagt haben, sowas wie, ich habe mir das nämlich heute nochmal angehört, ja, du willst ja, warum willst du denn mit 1% beteiligt sein? Warum? Ich frage mich eher denn, warum nicht? Ja, warum nicht? Die Antworten sind ziemlich einfach. Ich will Kohle machen. Ich will nicht das Projekt hier unterstützen. Ich will damit Kohle machen. Oder ich will irgendwann mal das für meine ungläubigen Kinder noch benutzen. Die sollen das bekommen. Und ich habe da keinen Stress, weil ich habe denn da Stress, wenn du da mit 1% beteiligt bist, weil du mir dann da reinreden kannst. Meine ungöttlichen Pläne, die ich schmiede, wenn ich Pläne mache fürs Toradorf. Das kann es doch nicht sein. Leute, wenn ich einen Aufruf mache ans Tora-Christentum, dann ist das Letzte, was ich möchte, dass Tora-Christen an Geld denken, wie sie ihr Geld vermehren können. Oh, ein Haus gekauft, für mich allein für 80.000 Euro. Oh, kann ich ja denn für 120.000 verkaufen wieder? Hallo? Also für mich ist das eine Schande, wenn Tora-Christen so einen Gedanken hegen, wenn ich solch einen Aufruf mache. Ja? Dieses Denken, ja, warum muss der mit 1% im Grundbuch drinstehen? Warum? Sie erklären nicht, wo ihr Problem liegt. Ja, erklären sie nicht, sondern ich sage jetzt mal, warum? Als würde ich davon, will man mir jetzt vorwerfen, ich will jetzt da irgendwie Geld draus machen oder was? Ja, will man mir das vorwerfen? Kann man gar nicht. Es gibt keine Geschichte in meinem Glaubensleben, wo man mir sowas vorwerfen könnte, dass ich Menschen ausbeuten möchte, reich werden will, mir endlich meine Villa kaufen und einen Porsche und einen Mercedes und das alles.
was man vielleicht nicht mal unbedingt braucht. Die meisten Leute wissen, Nature ist ein Pragmatiker. Ja, der investiert sein Geld dort, wo es sinnvoll ist oder wo zumindest eine gute Möglichkeit besteht, es zu vermehren oder halt generell zu vermehren, aber vielleicht auch nicht schnell. Ja, also ich hatte noch nie Schulden. Nie. Weil ich mit Geld umgehen kann. Natürlich hat man auch schon mal irgendwie ein Geschäft versemmelt. Ja, aber das sind Cents, wenn man es aufs ganze Leben rechnet. Wo andere schon ihr ganzes Vermögen verloren haben und tausendmal Insolvenz anmelden mussten, ist das auch übertrieben. Ich kenne sowas nicht. Ja, und mir dann vorwerfen, er will 10% beteiligt sein und will der Mitspracherecht haben. Ja, was heißt denn hier Mitspracherecht? Es geht um das Toradorf. Es geht um den Glauben im Toradorf. Natürlich will man dann auch schauen, dass man seine Schäfchen mit zusammenhält und ein bisschen da auch mit aufpasst und ein bisschen guckt. Oder wollen alle irgendwie, ja, wir wollen im Dönerladen arbeiten, aber der Chef soll nicht da sein oder was? Ist es das, was die Tora-Christen wollen? Oh, da können wir eine kleine Sekte gründen, solange keiner guckt und guckt, was wir machen, ob wir ordentlich machen. Oh, wir wollen als Tora-Dorf in unser Haus ziehen. Oh, war günstig, billig. Danke, Nature, hast du uns besorgt. Oh, nee, kann ich mir jetzt die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Aber ich will von niemandem was sagen lassen. Nicht, dass da jemand kommt und sagt, was machen Sie denn hier? Ist mir doch egal, ist doch mein Haus. Ja. Ne, da sind wir wieder bei Steve Okunula. Der sagt ja auch immer, ne, ein bisschen muss der Pastor auch ein bisschen kontrollieren, was seine Schäfchen machen. Die wollen das vielleicht nicht, ja, aber es gehört dazu. Im Gegensatz nur dazu, dass ich nicht wie Steve bin. Steve würde wahrscheinlich 25% eures Privatlebens kontrollieren wollen. Bei mir sind es nur 1%. Dass ich zumindest noch sagen kann, Leute, wer den Tora-Glauben verlässt, wer unordentlich wandelt, deutlich unordentlich wandelt im Tora-Dorf, der sollte Probleme bekommen. Der soll dann wieder gehen. Der soll sich nicht noch Nutznießer sein und sagen, jetzt habe ich hier ein günstiges Haus bekommen, jetzt wohne ich hier. Ja, dass man ein bisschen auf Sicherheit geht, dass das Tora-Dorf stabil bestehen bleibt, auch für die Investoren. Also ich persönlich würde es ungewöhnlich finden, wenn jemand sagt, ich habe 80.000 Euro, ja, und ich investiere das ins Toradorf, den Nature kenne ich, ich kaufe das da, und vermiete es dann an irgendwelche Tora-Christen. Kann aber selbst nicht vor Ort sein. Da frage ich mich, wer sorgt denn jetzt dafür, dass diese Mieter das, was die im Haus machen, alles in Ordnung machen? Weißt du, wie groß das Risiko ist, dass dieser 80.000 Euro Investor, Tora-Christ, der dann ein Haus gekauft hat, ganz alleine, nicht da drin wohnt und da irgendwelche Wohnungen vermietet an Tora-Christen, dass der nach einem Jahr kommt und sagt, wie sieht es denn hier aus? Das Haus sieht da schlimmer aus als vorher. Und wo ist hier Gemeinde? Habt ihr alles gar nicht? Oh, lasst uns in Ruhe. Wir wollen hier rumsitzen und die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und ja, wir lesen ein bisschen Bibel hier, aber ja, ja, Pech gehabt. Sollen wir jetzt etwa ausziehen? Und dieser Investor total enttäuscht ist, weil er sagt, ja, hier war ja gar kein Verwalter vor Ort, der sich ein bisschen um die Mieter gekümmert hat, damit die auch nichts Dummes machen, damit sie gläubig sind, Vorbilder sind und arbeiten gehen und die Dinge in Schuss halten, ordentlich damit umgehen, sodass man dann wiederkommt und sieht, da läuft alles wunderbar, ohne Probleme. Da kann ich es gar nicht verstehen. Warum es nicht logisch wäre, dass der Investor sagt, den Nature nehme ich noch mit ins Boot, der lebt ja vor Ort. Der lebt ja vor Ort. Der kann vor Ort kontrollieren, ob die Menschen nach der Tora leben wollen, nach der Ordnung der Bibel oder einfach ein schönes Leben leben wollen, weil sie jemanden dumm gefunden haben, der ihnen ein Haus gekauft hat, wo sie umsonst drin leben können, außer nur die Nebenkosten bezahlen müssen. Weiß ich nicht. Das ist ein dummer, dummer Investor meines Erachtens. Für mich ist es ein dummer Investor, wenn er sagt, ich pumpe 100.000 Euro ins Toradorf. Ich lebe da zwar nicht vor Ort, aber bitte meldet euch Mieter, die da drin wohnen wollen. Also in dem jetzigen Zustand. Weil ganz ehrlich, es lebt hier keiner, der ordentlich verwalten kann. Heißt, der Investor muss hierher ziehen. Oder der Investor muss jemanden mitbringen, der das macht, der dann hierher zieht. Oder es gibt auch Nature 23, den er dafür beauftragen kann, dass alles ordentlich läuft in den Häusern. Aber natürlich will ich dann auch was dafür haben, also geben und nehmen. Das heißt schon, dass ich dann auch sagen will, gut, dass ich dann hier aber auch, ich mache das ja auch nicht umsonst, ich muss ja auch von was leben, dass ich sage, gut, dann möchte ich aber auch, dass ich auf diesem Grundstück die Garage benutzen kann. Und das werden wir vorher absprechen und hierzu 1% im Grundbuch. Ja.
Gibt es überhaupt gar keinen Nachteil. Und wenn der Investor irgendwann mal sagt, du pass mal auf, ich gehe ins Ausland, ich will das Haus verkaufen, ja, und er gibt mir einen ordentlichen Grund an, dann sage ich, das ist in Ordnung. Dann verkaufen wir jetzt das Haus, ich kriege 1% des Erlös und du die 99. Warum sollte ich mich da querstellen, wenn es einen ordentlichen Grund gibt? Ja. Und wenn er mich belügt als Thora-Christ-Investor und sagt, ja, ich muss ins Ausland, ich kann das hier nicht mehr, dann müsste ich erstmal die Wahl haben, das Vorkaufsrecht ist selber zu kaufen, das Gebäude, bevor es erst verkauft an irgendjemanden. Er kriegt ja so oder so sein Geld. Aber wenn er mich denn belügen würde, indem er sagt, er verkauft es an jemanden, der es ganz kauft, ist zwar auch ein Thora-Christ, und danach teilen die sich beide das Haus, aber ich bin ganz raus aus dem Grundbuch und habe keine Rechte mehr und sagt, hier fick dich Nature so ungefähr. Da würde ich sagen, gut, so ein Verhalten, das ist ja unehrliches Verhalten, dann hat es ja irgendwie doch ein Thora-Christ, da war es ja gar nicht ordentlicher Thora-Christ, wenn du mich hier belügst, anstatt die Wahrheit zu sagen, ja, dann würde ich öffentlich sozusagen den Prozess auch aufmachen und sagen, guck mal, Peter hier, ja, der hat damals das so gemacht, jetzt hat er einen betrogen. Diesen Betrüger Thora-Christ braucht ihr nicht mehr folgen, ja, weil er sich nicht an Abmachungen hält, die man getroffen hat, weil er ein Betrüger ist. Also warum sollte man sich Sorgen machen? Man darf sich sehr wohl vor Thora-Christen Sorgen machen, dass sie Betrüger sind oder Sektierer sind oder keine Ahnung, irgendwie die großen Geschäfte machen wollen, ja, einkaufen, teuer verkaufen, sich am Thora-Christentum bereichern wollen. Die gibt es bestimmt. Ich glaube, dass es die gibt. Ganz bestimmt. Ja, aber das kann man doch mit einem ordentlichen Verfahren herausfinden. Dafür gibt es doch Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräch, um da auf den Zahn zu fühlen, ob jemand etwas kann oder nicht. Oder man kennt jemanden aus dem persönlichen Umfeld, dem man vertraut und setzt den dafür ein. Deswegen, ich bin mal gespannt, was jetzt die nächste Zeit, jetzt vor allem die Woche, wo ich noch hier bin, da noch passiert. Wie gesagt, wenn diese Investoren nicht kommen, diese Mitinvestoren, ja, wie gesagt, die, die sagen können, ich kann 15.000 bis 25.000 Euro zusteuern. Mindestens. Wenn jemand mehr kann, auch gut. Ob die sich finden. Die sagen, ja, geil, Gemeinschaft, Hurra, das muss mal vorangehen für die Zukunft. Ich kann sogar irgendwann mal in 5 Jahren dahin ziehen, hätte mein eigenes Zimmer oder meine eigene Wohnung und kann da sogar gleich mitmachen. Und wenn ich da keinen Bock mehr habe, kann ich mein Zimmer verkaufen. Dann kriege ich meine 12.000 Euro wieder. Ich bin gespannt, weil, ganz ehrlich, wenn ich mir die Berliner Christen angucke in der Vergangenheit, dann hat es an eins nicht gemangelt. Es hatte eines nicht gemangelt, und zwar an Geld. Man kann also sagen, man konnte die Kosten immer decken. Man konnte die Kosten grundlegend immer decken. Und alle Thora-Christen waren immer bereit, ihren finanziellen Beitrag zu geben. Waren sie immer bereit. Also von der Masse her gesehen. Die wenigsten konnten etwas im geistlichen Sinne, aber jeder ist seiner Verantwortung bewusst geworden und das nehme ich aus der Bibel immer auch herab, so wie Jesus ja auch sagte, bring die Zinsen, bring dein Geld zur Bank, dann wirft es zumindest noch Zinsen ab. Was jeder Mensch kann, ob arm oder reich, obdachlos bis Millionär, er kann sagen, ich habe keinen Bock auf Bibellesen, ich habe keinen Bock auf Gemeindebesuch, ich und evangelisieren, habe ich, ich will als Christ wirklich den bequemsten Weg, den es nur geht. Und der besteht darin, ja, sein Geld zur Verfügung zu stellen, das er hat. Ob das sein Tageslohn ist als Obdachloser. Hier, 10 Euro Nature hast du von mir, ich fress heute mal nichts. Ja, das ist ja die Witwe, die 2 Schärflein eingelegt hat in die Tempelkasse. Was sagt Gott? Boah, die hat jetzt richtig Lohn dafür bekommen. Die hat dir den ganzen Tageslohn abgegeben. Jetzt fragt man einen Millionär, wenn er seinen Tageslohn abgibt, was da zusammenkommt. Macht kaum einer. Ja. Also gibt nicht viele Millionäre und Thora-Christen, aber selbst die machen das nicht. Ja, also vom Prinzip her war es schon immer einfach, statistisch gesehen in Berlin, dass Leute gesagt haben, wir beteiligen uns an den Kosten, weil Geld haben wir, aber sonst haben wir nichts. Oder können nichts. Und jetzt geht es ja auch nur um eine Geldinvestition. Keiner wird gesagt, du musst herkommen, eine Predigt halten. Keiner sagt, du musst herkommen, uns die Bibel beibringen. Keiner sagt, du musst dich bewegen. Du musst dich nicht mal bewegen. Du musst einfach gucken, was ist auf dem Konto drauf? Brauche ich das Geld? Was habe ich eh damit vor? Investieren ist immer gut, nicht, dass das Geld entwertet wird. Gut. Nature hier, 25.000 Euro. Was muss ich jetzt machen? Da würde ich sagen, pass auf,
Du musst auf jeden Fall einen Notartermin dabei sein. Unterlagen mache ich alles fertig. Du musst dich um nichts kümmern. Das Einzige, was ich von dir brauche, sind die persönlichen Daten, Anschrift, E-Mail-Adresse und deine Steueridentifikationsnummer. Mehr nicht. Und dann müssen wir noch einen Termin ausmachen beim Notar. Und dann hat sich die Sache. Über den Rest kümmere ich mich, weil ich hier vor Ort bin. Echt? Ja. Und da gibt es noch Verwaltungsaufgaben. Dann muss natürlich jetzt der Besitzer, kriegt dann auch Steuer und das alles, jährliche Steuer, die zu bezahlen sind. Aber auch das, darum kümmern sich die, die in diesem Haus wohnen. Die tragen dann die jährliche Versicherung von 300 Euro, wenn man Sturmschaden ist, dass dann die Versicherung bezahlt. Ja, oder halt die Grundsteuer, das ist hier nicht viel. Das sind 50 Euro oder so jährlich. Ja, darüber können sich andere kümmern, die vor Ort leben. Das ist kein Werk. Den Schornsteinfeger zu bestellen, die Heizung zu warten jährlich. Das sind Aufgaben, damit hat der Investor nichts zu tun. Er hat nur sein Geld investiert, die Betriebskosten, die Warmmiete, die Öllieferungen, darum kümmern sich dann die Mieter. Weil die leben da ja zwar umsonst, die müssen keine Kaltmiete bezahlen, die Besitzer, die Mitinvestoren, die dort leben, aber die müssen natürlich dann die Kosten tragen. Das heißt, der Investor beteiligt sich nicht an der Warmmiete. Der muss da keinen Strom bezahlen monatlich, der muss da kein Öl oder Gas bezahlen für die Wärmezufuhr. Der muss gar nichts mehr bezahlen. Er hat seine 25.000 Euro gezahlt und kommen keine weiteren Kosten auf ihn zu. Die einzigen Kosten, die dann kommen, kommen auf die Bewohner zu. Der Bewohner macht die Heizung an. Der Bewohner macht den Wasserhahn auf. Der Bewohner zieht Strom aus der Steckdose. Das bezahlt er natürlich. Der Besitzer lebt ja da nicht umsonst. Also der Mitinvestor. Ja, der zahlt jetzt nur nicht mehr 500 Euro Miete, sondern nur noch 200. Und zwar für Warmwasser, für Strom, für Öl, für Internet, für GEZ und was auch immer noch. Aber er zahlt keine Kaltmiete. Und so einfach ist das. Also ein Investor hat hier keine Aufgaben. Der muss nicht, jetzt muss ich da noch Holz kaufen, damit die Holzheizung läuft. Nein, das machen dann die Bewohner und die Verwalter im Toradorf. Ich würde das sogar auch denn machen, wenn, ich glaube, 4, 5 Häuser könnte ich mitverwalten, wenn es um diese Dinge geht. Das habe ich hier auch schon gemacht im Toradorf. Das ist jetzt kein Hit. Ja. Daher ist es doch eigentlich ein sehr, sehr bequemer Weg für den Investor, der vielleicht Angst und Sorgen haben könnte, was kommt denn da jetzt alles auf mich zu, wenn ich ein Haus mitfinanziere, da aber nicht lebe? Oder einen Kredit gebe. Auch das ist ja möglich zu sagen. Ich finanziere euch das Haus mit einem Kredit. Ja, aber es gehört mir dann nicht. Aber so habe ich dann auch gar nichts mehr damit zu tun. Das ist noch einfacher der Weg. Aber ihr müsst mir dieses Geld wieder zurückbezahlen. Und auch dafür gibt es Wege. Keine Sorge. Wo du innerhalb von 5 Jahren deine 50.000 Euro zurück hast oder in 2 Jahren deine 25.000 Euro zurückbekommst. Wenn du sagst, du willst das mitfinanzieren, aber willst das Geld eigentlich schon aber wieder zurückhaben. Auch das ist problemlos möglich. Ja, vor allem die, die Geld haben, aber noch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Dann verleihst doch mal für 3 Jahre, dann hast du es wieder und kannst immer noch überlegen, was du damit machst, bevor es jetzt einfach irgendwo rumliegt. Weil das Geld auf der Bank, was oder im Sparbuch, das keine Zinsen bringt, ist totes Geld, tote Investition. Ja, man kriegt dafür nichts, weder von der Welt noch von Gott. Und wenn man jetzt 25.000 Euro als Kredit, dem Tora, als Darlehen den Tora-Christen gibt, als Beispiel, und er es dann in 2 Jahren wieder zurückbekommt, was passiert dann? Dann kriegt er trotzdem. Der 25.000 Euro als Darlehen den Tora-Christen gegeben hat, die Rendite davon, die Zinsen. Du hast investiert, du hast zumindest ein Zinsanrecht von 1% bis 3%. Und die wird dir Gott denn ausbezahlen mit mehr Gesundheit, mit längerer Lebenszeit, mit mehr Glück im Leben, was dir sonst verwehrt gewesen wäre, wenn einfach dein Geld tot da irgendwo rumliegt. Du musst es also weder verschenken, noch musst du es investieren. Du kannst auch einfach es borgen. Geht auch. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob sich da jetzt in den nächsten Tagen was tut, weil natürlich muss ich das erstmal ein bisschen rumsprechen. Der Stream, den gucken sich die meisten erst über die nächsten Tage an. Und wie gesagt, bis Mittwoch habe ich Zeit. Ja, ob da, was da alles, also momentan glaube ich, sind wir bei ungefähr 45.000 Euro. Also Investoren haben sich schon gemeldet.
Wir sind so grob bei, da sagen wir 50.000. Wir sind bei 50.000 Euro haben wir schon zusammen. Ja, aber das Haus kostet 83.000. Also müssen Sie sich noch mehr melden, damit das überhaupt funktioniert. Es nützt ja nichts, wenn Investoren sich melden, aber nicht genug. Kann man auch nichts machen. Also ich bin mal gespannt, ob man die letzten circa 40 bis 50.000, ja, 40 bis 50.000 Euro noch zusammenbekommt durch Mithelfer, die da investieren oder borgen oder da wohnen wollen, was auch immer. Ja, ob das passieren wird oder ob das nicht passieren wird. Ich lasse mich überraschen. Und wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, mich stört es nicht. Weil ich habe hier schon einen Tora-Christen gefunden, der gesagt hat, Nature, dir stelle ich mein Haus zur Verfügung. Oder Markus, dir stelle ich dein Haus zur Verfügung. Ja, kannst du so lange drinbleiben, wie du willst, mach, was du willst. Frag deine zukünftige Frau oder deine Sklaven, ob die da drin wohnen wollen oder Bibelschüler. Kannst du mit denen da zusammen drin wohnen? Macht, was er wollt. Ja, der kriegt bestimmt seine Prozente für seine gute Tat an Nature 23, die ihm geholfen hat, dass es hier im Toradorf vorwärts geht. Ja. Also ich mache das da auch dort. Und dann wächst es halt dort langsam heraus. Dann können da Leute wohnen, können auch einziehen, keine Kaltmiete bezahlen, beteiligen sich nur an den Betriebskosten, haben jeden Tag mit Nature Gesellschaft, ein, zwei, drei Jahre, wie lange sie auch wollen. Und dann wächst es halt daraus heraus. Bin ich mir ziemlich sicher. Ganz sicher. Landwirtschaft ist auch möglich. Hühner, alles da, habe ich auch Kontrolle drüber. Manche sind Gemeinschaftsprojekte, da sind mehrere dran beteiligt. Also es wird trotzdem anlaufen. Aber nur sehr, sehr langsam. Und ich kann jetzt noch keine Festtage ausrichten oder so. Das ist nicht möglich. Dafür ist der Platz jetzt nicht da. Da ist man dann schon auf die anderen angewiesen. Das ist auch okay. Da kann man auch die Festtage feiern. Ja, wenn sie es denn wollen. Aber es wäre besser, wenn man selber immer einen Rückzugsort hat, wo man alles machen kann. Gottesdienst, Festtagsausrichtung, und die Bibelschule im Allgemeinen, dass das vorhanden ist, und zwar unabhängig. Und das ist es noch nicht ganz. Bibelschule ist unabhängig, aber die Festtage und Sabbatgottesdienste in einem größeren Raum von über 5 Leuten ist noch nicht möglich. Ist nicht möglich. Unabhängig. Da ist man angewiesen auf Tora-Christen und muss mit Kompromisse mit denen schließen. Ja, wenn ihr Tora-Christen nehmt, die ein Laubhüttenfest ausrichten und entsprechend die ländlichen Möglichkeiten dafür haben, indem sie Grundstücke haben, wo man Zelte aufbauen kann, die habe ich jetzt hier nicht. Ja, also ich selbst nicht, woran ich direkt beteiligt bin und die Verantwortung habe zu sagen, Markus, mach, was du willst. Ja, das ist nicht. Ja, und das haben aber andere. Und das sind dann vielleicht welche, die sagen, ja, bei uns ist aber Alkohol erlaubt. Oder bei uns ist weltliche Musik erlaubt am Laubhüttenfest. Damit könnten einige ein Problem haben, mit anderen wiederum nicht. Auf jeden Fall hat man dann einen Kompromiss, den man schließen muss, damit überhaupt ein Laubhüttenfest veranstaltet werden kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese 2 Häuser oder eins davon, auch wenn es nur eins ist, das eine für 75 oder das andere für 83, wenn man das bekommt, dann hat man wieder alles. Dann hat man wieder alles. Weil ich weiß, natürlich suche ich jetzt einen Investor, der sagt, der hat nichts gegen Nature 23. Der auch sagt, Nature macht dort auch da Laubhüttenfest notfalls, wenn die anderen. Was bringt mir das, wenn ich hier das Laubhüttenfest im Toradorf halten kann und 50 Leute kommen und sagen, mir gefällt das gar nicht. Das ist mir zu weltlich. Kann man das nicht woanders feiern? Ich sage, naja, wir haben momentan im Toradorf nicht eine andere Möglichkeit, wo wir das Laubhüttenfest schön groß auf einer Wiese feiern können. Tut mir leid, es gab noch keinen Investor, der in unserer Rechtsschule hier investiert hat, damit wir jetzt zum Beispiel ein Laubhüttenfest schön ausrichten können. Ja. Und das wäre denn, wenn eins dieser beiden Häuser wenigstens finanziert werden kann, möglich für die Zukunft. Dann ist alles möglich. Notfalls, wenn irgendwie mal sagt, oh, da wollen jetzt 50 konservative Christen kommen zum Laubhüttenfest, die auch sagen, gerade ist ein Tora-Christ an mir vorbeigefahren, war schon witzig. Da wundert sich ja auch, ich stehe auf so einer Brücke und naja, lauf hier mal hin und her. Was wollte ich sagen? Gut, der weiß auch, der war, glaube ich, auch im Livestream vorhin, na egal. Was wollte ich sagen? Mal gucken, hat Julian was geschrieben hier? Ich habe noch was angesucht, das mache ich später. Ja, da muss man, weil, wenn 50 konservative Tora-Christen kommen wollen und die haben nur die Möglichkeit, Gemeinschaft mit anderen Tora-Christen zu feiern, die ganzen 7 Tage, aber sich da unwohl fühlen,
weil dort halt irgendwie nicht, das nicht so läuft, wie man sich vorstellt, mit den anderen Tora-Christen. Die wollen natürlich dann eine andere Option gerne haben. Ja, wie soll man die andere Option zur Verfügung stellen, wenn dafür kein Platz ist? Deswegen, ich persönlich feiere mit jedem Laubhüttenfest. Das ist kein Problem. Ja, aber es muss immer eine Situation geschaffen werden, damit Liberale und Konservative notfalls, ich sag's mal so, 7 Tage Laubhüttenfest im Toradorf. Den ersten Tag verbringen wir mit 50 Tora-Christen an dem Ort. Da sind auch ein paar Liberale. Da drückt man auch mal ein Auge zu und sagt, naja, die haben ein bisschen anderes Denken. Aber jetzt 7 Tage lang unter diesen liberalen Christen zu leben, ist einem doch irgendwie weltfremd, dass man dann sagt, ein Tag bei den liberalen Tora-Christen Laubhüttenfest, schön feiern, schön ist auch alles dafür da. Und die 6 anderen Tage ist man dann unter den Konservativen. Oder 3 Tage dort, 4 Tage dort, dass auch jeder in dieser Festzeit das bekommt, was er selber will. Und zwar, das ist meistens den Ort, wo biblisch gesehen sein Glauben auch ausgelebt wird. Und nicht immer der Kompromiss A, Kompromiss B. Und warum machst du das so? Wieso hast du eine Hose an? Wieso kochst du am Sabbat? Oder wie auch immer, dass das an sich nicht begegnet dauerhaft. Da fühlen die Leute sich auch nicht wohl, auch nicht bei einem Festtag oder Laubhüttenfesttag. Da braucht es immer Lösungen vor Ort, wo Leute auch mal sagen können, dann lass uns jetzt dort zelten zum Laubhüttenfest, weil da sind die Konservativen. Da können wir zu den Liberalen auch mal Hallo sagen und vielleicht zweimal hinfahren in der Festwoche, ein bisschen Mittagessen oder zusammen reden, sich kennenlernen, aber muss jetzt nicht 8 Tage da verbringen oder 7 und sich unwohl fühlen am Ende. Weil das habe ich alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Das ist aber normal, weil hier gibt es zwar Häuser und Wohnungen, aber es gibt nur wenig Grundstücke, wo man zum Beispiel die Festtage auch hier gut organisieren kann, ohne dass es Probleme gibt über die ganzen 7 Tage. Ja. Wie gesagt, wir haben die Mitte der Festtage jetzt ungefähr. Die Mitte, naja, eigentlich fast das Ende, das letzte Drittel. Und ich sehe das hier auch so vor. Hier kamen welche auch ins Toradorf wieder, die gesagt haben, der erste und zweite Tag war schön. Und dann ging das wieder los. Warum denkst du so über die Bibel? Und dann gibt es Streitgespräche. Und warum ist da jetzt ein Exorzismus? Und warum glauben die da an Geister und Dämonen und die anderen nicht? Streit hier und da. Da fühlt man sich dann auch unwohl, wenn man da keinen Rückzugsort hat und den Rest der Woche dann da bleiben muss. Und ja, ein bisschen stinkig ist. Und dann vielleicht auch sagt, ich fahre jetzt nach Hause. Das war mir jetzt zu anstrengend. Ich komme vielleicht auch nicht mehr wieder. Ja, das ist natürlich etwas, wo ich sage, das ist normal am Anfang. Das wird sich erst bessern, wenn man zukünftig hier im Tora doch mehr Zulaufmöglichkeiten hat. Ja, indem man einfach sagt, hier, dahin, dahin, und jeder kann froh sein und seinen Festtag hier ausleben. Aber das ist ja was Kleines. Wir reden hier von 30 Tagen, also einem Monat ungefähr, einem Monat im Jahr betrifft es ja nur, wenn es um die Festtage geht. Das ist auch immerhin jetzt nicht wenig. Ja, nimmt auch schon eine gewisse Zahl ein. Aber wie wichtiger ist ja die Gemeinschaft direkt, tägliches Zusammenleben, das als Möglichkeit zumindest zu haben. Oder die Bibel zusammen zu studieren, zu lesen, zu missionieren, Sabbatgottesdienste, ja, 52 Mal im Monat auch noch mit dran zu haben. Ja, und da brauchst du natürlich nicht unbedingt Grünflächen. Ist zwar schön, dass man sich draußen im Garten hinsetzen kann mit 40 Leuten, ja, auch nicht am Laubhüttenfest. Da braucht es aber, wie gesagt, diese Dinge, diese Grundstücke. Und wenn ich 1300 Quadratmeter Grundstück habe oder 5300 Quadratmeter, da muss sich keiner mehr Sorgen machen. Haben wir genug Platz fürs Laubhüttenfest? Können wir denn da alle zelten, als Beispiel? Ja, oder können wir auch mal bei schönem Wetter draußen den Gottesdienst machen an der Sonne? Dann hat man den Platz, aber dann braucht man das erstmal. Ja, und dann muss es natürlich auch erstmal gekauft und investiert werden. Weil ich habe jetzt auch keine 300.000 Euro, dass ich ein Grundstück, Haus kaufe für alle Tora-Christen. Wenn ich es hätte, würde ich es machen. Aber es ist nicht so einfach. Man kann das nicht rechtlich machen. Ja, also keiner auf die Idee kommt zu sagen, Nature, hier hast du 1 Million Euro, mach das. Das wird schwierig. Ich brauche eher jemanden, der sagt, ich kaufe das dann offiziell. Den brauche ich eher. Ich brauche sowohl den, der sagt, hier Nature, hast du die 1 Million Euro, der soll mir die nicht geben, der soll nur erstmal mit mir reden. Und dann brauche ich noch jemanden, der sagt, ich habe auch gut Geld, ich kaufe euch das, aber ich will denn schon das Geld im Bar wieder zurückhaben. Und zwar sofort. Wie auch immer, so ein Konstrukt, so nenne ich es mal. Es das heißt nicht 1:1, vielleicht kann man auch das abzahlen. Bargeld, jeden Monat 500 Euro über 10 Jahre mit Garantien und so. Das hat bestimmte Gründe, weil gewisse andere wieder sagen würden, aber das geht doch gar nicht, so gar nicht erlaubt. Dann nimmt man halt die Dinge, die erlaubt sind. Ich sag mal, kann ja über alles reden. So. Und die braucht es halt bei sowas. Es braucht den offiziellen Käufer, ja, der nachweisen kann, dass er so viel Geld hat überhaupt.
Ja, sonst ist alles Geldwäsche. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, hier hast du 1 Million Euro, Nature, kauf das Haus. Das ist nicht erlaubt. Da wird der Notar fragen, warum sind die 1 Million Euro her? Die habe ich von Peter bekommen. Von Peter, ist das dann Ihr Verwandter? Nein. Gut, dann machen wir jetzt noch Schenkungssteuer 50%. Dann kriegen wir erstmal 500.000 Euro von der Million, kriegt die Stadt und Sie können dann für 500.000 Euro noch was hier kaufen. Da würde ich sagen, du, Ulf, denk dran, wenn du mir jetzt 1 Million Euro gibst, ja, dann muss ich die Hälfte davon den Staat abgeben. Genau, und damit sowas nicht passiert, kann man das nicht so machen, sondern es braucht jemand, der offiziell 150.000 Euro angespart hat auf seinem Konto, ja, hat, und der kauft dann das Ganze. Und der wird der Notar fragen, wo haben Sie denn das Geld her? Und dann sagt Peter, naja, das habe ich gespart. Schauen Sie mal, so viel habe ich. Okay. So, und dann ist das Problem gelöst. Und Peter wird dann schon von Tora-Christen, jetzt machen wir es offiziell, der kriegt dann von 10 Tora-Christen 10.000 Euro geschenkt. Bar, sofort. Warum? Das ist erlaubt. Dann kriegt er das, dann hat er 100.000 Euro geschenkt bekommen. Ja, gerade hat er noch 100.000 Euro bezahlt oder 150.000 für die 2 Häuser. Und jetzt kriegt er von 15 Tora-Christen Bargeld geschenkt. 10.000 Euro von jedem. Ja, so. Und das ist erlaubt, weil 10.000 Euro ist steuerfrei, sogar 15.000 Euro steuerfrei als Schenkung, wenn es kein Familienmitglied ist. Also man kann das schon rechtlich die Grauzonen suchen, wie das denn am Ende funktioniert, dass das Finanzamt nicht rummeckert, so nenne ich das mal, oder dass da nicht jemand eine hohe Steuer noch fordert. Gibt es Mittel und Wege. Aber wie gesagt, so einfach Bargeld geben, ich kaufe jetzt bar das Haus, das ist nicht möglich. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ja. Ja, schauen wir mal, ob wir wenigstens das eine Haus bekommen, mit Grundstück. Da hat man auch schon alles. Da hast du noch eine Gemeinderäumlichkeit, da landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Garagen braucht man ja auch. Hat man denn eigentlich alles fertig? Und ich sage, was man denn fertig hat, ist eine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit heißt, der Nature kann seinen Glauben ausleben und lehren und es kommt ihm keiner in die Quere. Keiner von den anderen Investoren, Bibelhauskreisen, Gemeinden im Toradorf, Vereine im Toradorf, die vielleicht ein anderes Denkmuster haben. Die sagen, was weiß ich, wir finden Sklaverei scheiße. Oder wir finden es nicht so schlimm, dass man kocht am Sabbat. Oder wir wollen, dass alle Frauen Kleider tragen und keine Hosen. Was auch immer. Ne? Dann gibt es diese Dinge nicht mehr. Weil wenn diese Dinge da sind, dann muss man wieder Kompromisse eingehen. Ein Kompromiss ist gut, aber besser ist Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit schafft man nur, wenn die Leute denn auch zusammenarbeiten. Weil ich kann nicht selbst ein Toradorf gründen, wo ich unabhängig bin. Das geht nur mit einer Gemeinde. Das geht nur mit einem Verein, wie die Welt es auch macht. Ja, es geht nur, wenn Nature Millionär wäre. Dann ist das möglich. Und wenn ich Millionär wäre, ich würde das jetzt auch machen. Aber ich bin kein Millionär. Ich brauche Investoren, Leute, die auch sich beteiligen an den Kosten. Und ich beteilige mich ja an den Kosten dann auch. Ja, an einem der Häuser, wenn es sein muss, ich werde irgendwo bestimmt 20.000 Euro noch auftreiben können, die ich mit investiere in dieses 83.000 Euro Gebäude, wenn es sein muss. Kein Problem, wenn es sein muss. Wenn es nicht sein muss, ist besser. Da würde ich nämlich die 20.000 Euro woanders im Toradorf investieren, wo es auch wichtig ist, dass das da ist. Also an mir liegt es jetzt nicht. Man kann mir nicht nachsagen, der Nature, der macht ja gar nichts. Der beteiligt sich ja gar nicht selbst. Natürlich beteiligt er sich. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, um beide Häuser zu kaufen oder eins von den Häusern zu kaufen. Ja, da braucht es dann euch. So, meine Lieben. Da habe ich jetzt mich 2 Stunden totgequatscht. Mal gucken. Ich werde natürlich noch Fragen beantworten. Ne, 1 Stunde 53. Da machen wir noch 7 Minuten für Fragen aus dem Chat oder per WhatsApp, Telegram, Sprachnachricht, Textnachricht nur. Und dann schauen wir mal. So, hier haben wir eine Nachricht. Beruhige dich, Nature. Wieso denn? Es ist keine Zeit für Ruhe. Die Leute müssen aufwecken und arbeiten. Ausruhen kann man sich ja am Sabbat. Ja, aber bis dahin gilt es zu arbeiten am Reich Gottes. Nicht Mittagsschlaf machen. So, das war hier. Ich muss mal gucken, ob auf WhatsApp noch was kam. Gut, das war was anderes. Das ist nicht so wichtig. Ja. So, wer was sagen will, kann auch die Hand heben. Das ist auch möglich. Wenn jemand sagt, schreibe nicht, aber ich hätte noch was zu sagen, bevor wir hier diesen Livestream für heute hier beenden.
Sie ist nicht der Fall, dann ja, Shalom. Bis zum nächsten Livestream. Sei es auf YouTube. Ja, kann sein, Tim. Ja.